alle können es ja schon fast nicht mehr hören und fragen uns, wie wir die Energiewende hinbekommen sollen, wie wir unsere Bauherren dazu motivieren sollen, wie wir es bezahlen sollen. Die Auswirkungen der Klimakrise auf Wohn- und Bauwirtschaft sind unübersehbar. Höhere Windlasten, Starkregenereignisse, Beschattung und Klimatisierung beschäftigen uns in der Planung immer mehr. Platz für PV-Anlagen, Parkflächen für E-Autos, aktive und passive Kühlung bei Projektplanungen sind nicht mehr wegzudenken. Der sommerliche Wärmeschutz wird bei der Wahl der Baustoffe auch immer wichtiger. Dachbegrünungen, Fassadenbegrünungen bereits in Großstädten werden immer mehr zum Thema. Wir fragen uns tatsächlich, wer soll das alles bezahlen? Das Thema Global Warming Potential ist das Schlagwort der Stunde. Das Treibhauspotenzial, der Treibhauseffekt, quasi der geringe ökologische Fußabdruck eines Gebäudes, die Klimaneutralität wird zum Markteinreiz für Investoren in der Branche. Damit das alles noch bezahlbar bleiben soll, braucht man neue Wege, neuen Input und Erfahrung mit Weitblick. Wir behaupten, dafür stehen wir, Patricia Wadefuhl und meine Wenigkeit sowie unser Team. Vielleicht kurz zu unserem Team, steht mal gerade auf. Wir haben noch zwei unserer Ingenieure hier. Wir stellen sich mal ganz kurz selber vor. Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin der Dominik Weitzel. Ich bin Bauingenieur und eben auch Energieberater. Die ein oder andere kennen mich auch schon mal durch ein paar Projekte. Ich mache alles so rund um, was so ansteht eigentlich. Von Neubau, Sanierung, aber dazu auch später dann noch mehr. Genau, der Dominik ist schon seit 5 Jahren mittlerweile bei uns, hat während des Studiums schon als Werkstudent bei uns begonnen. Die Lara kam dann erst, nachdem sie schon ihren Bachelor hatte, zu uns, auch als Werkstudentin, hat jetzt erst kürzlich ihren Master gemacht, arbeitet an ihrer Masterthese, im seriellen Sanieren, hat ein ganz tolles Projekt, was sie auch nachher vorstellen wird. Aber wenn du noch was zu dir sagen willst, Entschuldigung. Ja, okay. Die Frau Wadefuhl kennt ja jeder dort hinten, denke ich mal. Dann haben wir noch unsere Frau Held hier. Stell du dich selber vor. Genau, ich bin die Frau Held. Zum einen ja die Assistenz von Frau Wadefuhl und zum anderen ja für alle Fragen zur dezentralen Inventarlüftung dürfen Sie gerne mich und Frau Wadefuhl natürlich auch ansprechen. Genau. Ja. So. Ja, danke. Setzt euch wieder. Insgesamt, die Patricia Wadefuhl und ich sind schon seit über 30 Jahren jetzt in der Vorbereitung, vielmehr auch, wir sind schon im 32. Jahr, weil 1990 habe ich mich mit einer Bauunternehmung selbstständig gemacht. Patricia kam dann 92 hinzu und zu der Zeit waren wir noch eine reine Rohbauunternehmung, und aber schon nach kurzer Zeit haben wir dann schlüsselfertig auch gebaut. Ende der 90er Jahre bauten wir dann mittlerweile sogenannte Ultraniedrigenergiehäuser, so haben wir sie genannt, weil die waren dann schon mit Einführung der Energieeinsparverordnung von ihrem Primärenergiebedarf 50% besser, wie der Staat es gefordert hat. Seit 2005 haben wir dann unser Geschäftsmodell geändert und sind nur noch beratend tätig gewesen als Energieberater, nicht mehr in der Ausführung. Kam dann zwar später wieder dazu, aber erstmal haben wir gedacht, so erhöhen wir unsere Schlagkraft, indem wir nur beraten und anderen dazu verhelfen, ihre Gebäude energetisch zu sanieren oder auch neu zu bauen, und das möglichst ohne fossilen Energien. Wir könnten uns jetzt fragen, was ist unser Antrieb? Ich habe Ihnen mal hier was mitgebracht. Das ist ein Buch, eine Studie, die Jimmy Carter 1977 in Auftrag gegeben hat. Wir sind beide ja so Ende der 60er geboren. In Deutschland wurde die 81 veröffentlicht. Unsere Väter, sowohl ihr Vater als auch mein Vater, hatten sich damals in Deutsch gekauft. Und regelmäßig wurde darin gelesen. Diese Studie, Global 2000, die sollte den Blick auf die Welt im Jahre 2000 für den Präsidenten, für Jimmy Carter, eröffnen. Und er wollte insbesondere wissen, welche Auswirkungen der Mensch, die Industrie, auf die Umwelt haben wird. Und das, was damals vorhergesagt wurde, ich wollte es Ihnen mal gerade durch zwei Zitate verdeutlichen, die ich mir extra ausgedruckt hatte. Das, was damals vorhergesagt wurde,
Der Resümee, der WDR resümierte, die Apokalypse ist ausrechenbar geworden. Überbevölkerung, Artensterben, Kriege aufgrund schwindender Ressourcen, Flüchtlingsströme in die reichen Länder, Hunger, Rodung der Wälder, Energieknappheit, Luftverschmutzung durch zu hohen CO2-Ausstoß, die Klimaerwärmung und schlussendlich der Kollaps aufgrund der Erderwärmung. Das ist praktisch, was wir 1977 schon lesen konnten. In der heutigen Zeit sind ausnahmslos alle diese Vorhersagen eingetroffen. Und wenn man sich damals schon vor über 30 Jahren mit der Thematik beschäftigt hat, unsere Väter haben das meistens an einem Wochenende gemacht, ich habe das dann mir mit angehört, selber nachgelesen. Wen es interessiert, kann sich da gerne mal einige Zitate noch auf unserer Homepage, wir haben auch einen Blogbeitrag dazu, mal ansehen. Ist erschreckend, wie genau die heutige Welt damals vor über 30 Jahren prognostiziert wurde. Wir hatten aber Hoffnung und als dann 1992 die erste Konferenz der UNO in Rio stattfand und die ersten Klimakonventionen dann zur Klimakonferenz der ersten in Berlin führten, man nannte das damals das Berliner Mandat und unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel war damals Umweltministerin in Deutschland und hatte die mehrere Tage dauernde Konferenz damit abgeschlossen, dass sich die deutsche Delegation zu klaren Klimazielen als erstes Land der Welt bereit erklärt hatte. Und damit hatten sie dann einige andere Länder, die vorher noch sehr zögerlich waren, mit ins Boot genommen durch diesen Schachzug. Kam dann die zweite Klimakonferenz 96 in Genf und dann endlich 1997 die erste Weltklimakonferenz in Kyoto mit klaren Zielen zur CO2-Reduktion. Wir waren damals voller Hoffnung, dachten, man kann die Studie 2000 tatsächlich aufhalten. Und wir sagten uns, dass wir ja auch den Hebel an der Macht haben, indem wir zumindest im Gebäudesektor zur Entkarbonisierung beitragen können. Und wir versuchten wenigstens in den Köpfen unserer Bauherren was zu ändern. Und deswegen hatten wir für uns entschieden, dass wir uns sehr früh auch engagierten in Ausschüssen und waren dann voller Enthusiasmus, dass jetzt eine neue Wärmeschutzverordnung kommt, die Energieeinsparverordnung, und hatten Hoffnung, dass bei dieser Energieeinsparverordnung sich alles ändern wird. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war Ende der 90er auf dem ersten DENA-Kongress, der war 98 oder 99, da war der Weißdruck der NF noch nicht veröffentlicht. Da hatte Klaus Töpfer, unser ehemaliger Umweltminister, gesprochen und er hatte einen wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, die beste energetische Einsparung ist die, diese Energie erst gar nicht zu brauchen. Also wenn ich einen gewissen Heizwärmebedarf im Gebäude habe, den von Anfang an so zu verringern, dass ich gar keine Energie in das Gebäude reinstecken muss. Damit erkannten wir für uns ganz klar die Notwendigkeit für Wärmerückgewinnungssysteme in der Lüftungsanlage. Das in Verbindung mit der Vermeiden von fossilen Energieträgern, also kein Öl, kein Gas, kein Gebäude, was wir seit 1998 dann gebaut hatten, hatte noch Öl oder Gas als Energiequelle und hatte immer eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Warum das so ist, möchte ich Ihnen kurz erklären. Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes setzt sich zusammen ungefähr aus 30% Transmission, also das, was ich als Energie in das Gebäude reinstecken muss, damit wir es mollig warm haben über die Heizperiode. Davon gehen ungefähr 30% über die Gebäudehülle verloren, aber 70%, wenn wir denn dann so lüften, wie es die Energieeinsparverordnung auch vorsieht, mit einer Luftwechselrate von 0,6-fach oder 0,7-fach pro Stunde, je nachdem, wie dicht das Gebäude ist. 0,6-fach würde ja heißen, pro Stunde 60% des Raumvolumens, bedeutet unterm Strich alle 2 Stunden zumindest Stoßlüften, dann hätten wir nur 70% Lüftungswärmeverluste. Und ganz nach dem Satz, den Töpfer gesagt hat, die beste Einsparung der Energie ist die, diese Energie erst gar nicht zu brauchen, ist natürlich klar, dass wir eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung, die dann 90% dieser Lüftungswärmeverluste tatsächlich wieder zurückgewinnt, die Investition ist, die mit dem geringstmöglichen finanziellen Aufwand wirklich den größtmöglichen Nutzen auch erzielt in Bezug auf die Entkarbonisierung. Das war für uns damals Ende der 90er der Grund zu sagen, wir wollen nicht anders bauen. Wir wollen nur so bauen. Man hat zwar dann auch andere Gründe, natürlich um die Kunden sozusagen auch zu überzeugen, Vermeidung von Schimmel und was man alles zum Thema Lüftung sagen kann. Aber für uns
war der ausschlaggebende Punkt die Wärmerückgewinnung. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, wenn Lüftung, dann nur mit Wärmerückgewinnung. Ansonsten sind wir nicht der Partner für das Objekt. Ja, dann wollte ich Ihnen noch was zeigen. Bereits Ende der 90er, als dann endlich die Energieeinsparverordnung eingeführt wurde, 2002 trat sie in Kraft, 2000 konnte man den Weißdruck lesen, empfanden wir die Energieeinsparverordnung als Enttäuschung, als politischen Reinfall, weil man konnte ja immer noch mit fossilen Energien heizen. Man hat ja immer noch die Lüftungsanlage noch nicht mal in der Abluftfunktion zur Pflicht gemacht. Man hatte zwar von hinten durch die Brust den gesundheitlich erforderlichen Luftwechsel vorgeschrieben, ohne ihn zu definieren. Deswegen gab es zig Prozesse in den Jahren danach, aber die Energieeinsparverordnung war bis zum Schluss, bis zum GEG, empfanden wir wirklich einen Reinfall und nur ein politisches Zerren, was man sich traut, dem Wähler zuzumuten, aber mehr nicht. Deswegen haben wir gesagt, nee, so wollen wir nicht bauen und wurden dann zwangsläufig zum Haushersteller, hatten ein eigenes Hauskonzept entwickelt, wo wir halt sagen konnten, mit diesem Hauskonzept haben wir keine fossilen Energien. Wir nutzen immer die Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser, also auch schon Ende der 90er. Und es ist immer eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung drin, so haben wir den Heizwärmebedarf erheblich reduziert. Wir dämmten komplett mineralisch, ohne Polystyrol, indem wir mit Porenbeton gearbeitet haben. Damals konnte man sich von Hebel die Steine und den Multipor noch leisten. Also das heißt, monolithisch zwar, aber zweischalig, innen eine tragende Schale aus Porenbeton mit einem PPW2 1.0 in 24 und außen dann nochmal 16, 18, 20 cm Multipor außen davor. Die Gebäudehülle aber so auch im Ganzen. Also sprich auch das Dach, wir haben grundsätzlich mit Massivdächern gearbeitet, also auch den Porenbeton als Dach mit rübergezogen. Warum? Klar, für den sommerlichen Wärmeschutz, um so dann gänzlich möglichst Klimaanlagen vermeiden zu können. Also auch die Dächer waren aus Porenbeton, waren monolithisch und auch die Dämmung auf den Dächern war dann in Multipor, sodass man ja, das Gebäude insgesamt ohne zusätzlichen Polystyrol dämmen konnte. Klar, unterm Estrich, unter der Bodenplatte, kommen wir so wie heute so gut wie fast gar nicht um PUR-Dämmungen drumherum. Aber in der Hülle geht es auch anders. Das haben wir damals gemacht, Ende der 90er bis 2005, ab da dann nur noch beraten. Nun 2020, wieder ein Wendepunkt. Ein neues GEG. Sie kennen sicherlich noch alle die Aufbruchsstimmung, die wir so Anfang 2019 hatten, auch politisch, dass man Klimapakete schnüren wollte politisch. Die wurden dann ja endlich dann im Herbst 2019 verabschiedet. Es war aber wieder nur eine Mogelpackung. Ne? Also das, was man damals dann für das GEG entschieden hat, dass wir immer noch Gebäude bauen konnten mit Gas als Heizung im Anlagenmodell. Also im Standardanlagenmodell ist immer noch die Gasheizung mit einer modernen Solarthermieanlage. Also wer baut heute noch Solarthermie? Aber 2020 hat unser Gesetzgeber gedacht, das machen wir mal zum Standard im Anlagenmodell. Gasbrennwert, Solarthermie zur Warmwasserunterstützung. Und man hat dann nach 20 Jahren Klagen und Gesundheitsproblemen der Bevölkerung endlich die Abluftanlage als Standard im Anlagenmodell eingeführt. Damit sind wir absolutes Schlusslicht in Europa. Schon seit über 25 Jahren haben die skandinavischen Länder, die Benelux-Länder, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für den Neubau eingeführt. Auch Frankreich schon vor 8 Jahren. Also wir hängen da absolut hinten an mit der Haustechnik, weil man immer so oft denkt, ja, wir Deutschen, ne, wir machen alles so toll. Das mag in anderen Branchen stimmen, aber sicherlich nicht in der Entkarbonisierung unserer Gebäude, die wir bauen. Die müssten eigentlich längst viel besser sein. Ich kann mich noch gut erinnern an mein frustriertes Gespräch mit der Patricia, dann Ende 19, was wir denn jetzt machen sollen, damit es sich endlich mal ändert. Und dann war dann unsere Entscheidung, bleibt uns ja nichts anderes übrig, jetzt müssen wir doch wieder handwerklich auch tätig werden und haben dann ab 2019 unser Klimapaket propagiert, wo wir wirklich ganz wegkommen vom fossilen Heizen und wo wir es auch schaffen, Kosten zu reduzieren. Was das genau ist, erklären wir Ihnen später.
Wenigstens hat man geschafft, jetzt in 2023 mit Novellierung der Energieeinsparverordnung oder des GEGs, dass zum Beispiel beim K440NH-Gebäude, überhaupt beim K440, auch beim ohne Zertifikat, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Pflicht wird. Auch bei allen Sanierungen, die den EE-Standard erreichen wollen, ist sie Pflicht, die Wärmerückgewinnung der Lüftung. Und das hat sich jetzt gerade nochmal mit den Änderungen der KfW-Vorgaben, die werden wir gleich natürlich näher drauf eingehen. Ich wollte jetzt nur das Thema Lüftung und Wärmerückgewinnung damit abschließen. Ist es jetzt endlich zur Pflicht geworden, um praktisch auch die KfW-Mittel für ein 70, 55, 40 EE in der Sanierung zu erreichen. Allein die Erhöhung auf 65% regenerative Energien, sowohl im GEG als Standard für den Neubau, als auch in der Förderung fürs EE, ist jetzt endlich ein Fortschritt in diesem Bereich. Ja, das GEG hatte ja als Ziel den sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden und die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb. Also es hat sich das GEG sozusagen direkt einleitend auf die Fahne geschrieben, hat aber, wie ich eben sagte, immer noch im Anlagenmodell, im Standardanlagenmodell, die Gasheizung drin. Also es ist für uns eigentlich ein Paradoxum, dass man das erst durch einen Krieg in der Ukraine endlich mal ans Umdenken kommt. Weil wir wissen ja langs, dass ein Sonnentag zum Beispiel, nur mal als Beispiel für die Pro-PV, ein Sonnentag deckt den weltweiten Energiebedarf für 8 Jahre. Also ein Sonnentag auf der Erde deckt den weltweiten Energiebedarf für 8 Jahre. So viel Energie steckt in der Sonnenenergie und wir helfen natürlich mit dem Bau von PV-Anlagen auch unser Ökosystem nachhaltig zu unterstützen. Wie schaffen wir das aber, dass das auch ankommt bei denen, die Häuser bauen oder sanieren wollen? Das war uns, ich sagte es eben schon, 2005 klar, dass wir dann halt auch beratend tätig sein müssen. Und wenn wir beratend tätig sind als Energieberater, dann haben wir immer, seit Anfang an, seitdem ich das mache, seit 2005 natürlich immer das Ziel, klimaneutrale Konzepte zu erarbeiten, die möglichst nahezu klimaneutral sind. Wir müssen leider beobachten, dass immer häufiger, wenn wir in ein Projekt reinkommen, wenn uns die Architekten, die mit uns arbeiten, wieder ein neues Projekt präsentieren und wir zum Beispiel dort mit das erste Mal auf Haustechnikingenieure treffen, uns Konzepte vorgestellt werden, die schon vorgedacht sind für die Projekte, die erstens sehr viel Investitionskosten beinhalten, nicht wirklich Brennstoffkosten, die für den Verbraucher hinterher attraktiv sind und erst recht nicht entkarbonisieren. Das will ich Ihnen mal erklären an dem Beispiel auch eines Nichtwohngebäudes. Das hier ist die Klostergaststätte, hier noch im Entwurf, sie ist aber jetzt fertig. Ich habe nur noch keine Gelegenheit hinzufahren und zu fotografieren. Das ist aber direkt bei mir zu Hause um die Ecke am Kloster Maria Lach. Das ist diese Gaststätte, die Sie hier im Entwurf noch sehen, die gebaut werden sollte 2021. Die ist jetzt 2022 fertiggestellt worden. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist das Einsparungspotenzial, was wir dort erarbeitet haben. Die Planung war hier, geplant, um Kosten einzusparen, möglichst nur den Mindeststandard der Energieeinsparverordnung zu erreichen. Das hat aber keiner hinbekommen und so kam man dann zu mir. Warum hat das keiner hinbekommen? Die Klostergaststätte sollte an die Nahwärme, die Maria Lach hat, angeschlossen werden. Die haben eine riesen Nahwärmeproduktion mit über 500 BHKWs, die natürlich mit Gas betrieben sind. Ich fragte direkt nach, ja, was denn für ein Gas? Etwa Biogas? Nein, ganz normales Gas, ganz normales fossiles Gas. Und wie wir das eben in den Sketch hörten, deswegen dachte ich, der passt auch so schön. Man dachte einfach, naja, Nahwärme ist doch förderfähig, ist doch was Gutes, ne? Nahwärme. Und wir produzieren auch noch Strom dabei aus Gas. Aber von der primärenergetischen Bewertung, wir hatten da Standrechnungen, also der Berechnungen, die NF 2016, konnte man damit keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ne? Also wenn ich einen fossilen Energieträger auch im BHKW habe,
dann ist der einfach von der primärenergetischen Betrachtung ziemlich bescheiden. Erst wenn wir anfangen und den mit regenerativen Brennstoff betreiben würden, dann wird das BAKW, die Nahwärme, die daraus genutzt wird, attraktiv. Man wollte also sowohl die Heizung als auch das Warmwasser mit dem BAKW betreiben. Man hatte eine Abluftanlage geplant für die Gaststätte. Eine Gaststätte braucht natürlich einen sehr hohen Luftwechsel. Es geht teilweise bis zum 20-fachen Luftwechsel, der da drin sein muss, je nach Personenbelegung. Das kann man ja nicht mehr ohne Nachheizregister. Wenn ich so viel Luftaustausch pro Stunde habe, dann kann ich nicht mehr über normale Flächen, auch bei Bauteilaktivierungen so wie hier, dann kann ich nicht mehr so viel nachheizen, wie ich dann an Luft rausziehe. Also sind wieder Nachheizregister in der Lüftungsanlage notwendig. Womit wollte man die betreiben? Mit der Wärme aus der Nahwärme, fossile Energie. Kein Wunder, dass man damit überhaupt nicht mehr den Standard der NF geschafft hat, da weit von entfernt war. Also das war das Modell, was die Haustechnik-Ingenieure, die Haustechnik entwickelt haben. Und die hatten schon die Dämmung der Gebäudehülle, den HT, um über 30% zur Mindestanforderung reduziert, um trotzdem vielleicht im Endergebnis den Primärenergiebedarf zu schaffen, aber war nicht möglich. Also war unser Auftrag damals, das Gebäude so weit zu verändern, dass es wenigstens die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung erreicht. Das war der Auftrag, den wir hatten. Unser Anspruch war natürlich, komplettes Umdenken, möglichst klimaneutral zu werden, keine fossile Energie mehr zu nutzen, obwohl der Prior und auch die anderen Beteiligten, die ja mitgesprochen haben, gesagt haben, wir haben das BRKW, das muss irgendwie genutzt werden, wir haben Überkapazitäten, damit wollen wir heizen. Also wir wollten aber keine fossile Energie, wir wollten eine Lüftung natürlich mit Wärmerückgewinnung und wir wollten natürlich auch eine Kosteneinsparung, weil das, man muss dazu wissen, das BAKW ist 400 Meter weit weg. Man hätte also eine Erdleitung legen müssen, um die Klostergaststätte erstmal zu versorgen. Das alleine hätte 250.000 Euro gekostet, nur die Trasse. Und wir reden noch nicht über die Wärmetausche und was sonst noch alles notwendig geworden wäre. Und wir wollten natürlich auch, obwohl es ja nicht Wohngebäude war, 2019 war die Planung, möglichst viel Fördermittel für den Kunden generieren. Die waren sich ja gar nicht bewusst, dass sie Fördermittel kriegen konnten. Ja, wie ging es aus? Die CO2-Emission konnte innerhalb der Energieberatung erheblich reduziert werden. Ich zeige Ihnen hier die Schritte, die wir dann beraten haben. Wir haben dann zunächst durch die Berechnung der Wärmebrücken den HT auf das KfW55 gebracht. Das ist praktisch hier der erste Balken, die Variante 1, da haben wir eigentlich nur gesagt, wir werden die Wärmebrücken bei diesem Gebäude alle einzeln nachweisen. Du brauchst gar nichts anders bauen. Wir führen nur den Nachweis und damit schaffen wir es, die Gebäudehülle zu verbessern und den KfW55-Standard damit zu erreichen und reduzieren damit den Primärenergiebedarf um 33%. Also nicht ein Dämmstoff mehr, einfach nur der Nachweis der Wärmebrücken. Als nächsten Schritt haben wir dann gesagt, lassen wir mal das BRKW da hinten stehen und bauen eine Warmwasserwärmepumpe ein für die Warmwasserproduktion der Gaststätte. Dann hatten wir um 41% reduziert. Dann haben wir noch eine PV-Anlage hinzugenommen, um halt auch die Warmwasserproduktion, den Strombedarf des Gebäudes, ja nicht Wohngebäude, fließt auch Licht mit ein, ne? Auch den Strombedarf runterzubekommen. Und jetzt waren wir schon beim KfW 55. Also jetzt waren wir förderfähig. Damals, 19, gab es noch keine höhere Stufe beim Nichtwohngebäude. Und dann habe ich mich natürlich noch gewagt, das BAKW gänzlich rauszunehmen und gesagt, warum machen wir denn jetzt nicht noch eine Wärmepumpe rein nur für die Heizung und fürs Nachheizregister der Lüftungsanlage. Reduzieren damit nochmal erheblich. Sie sehen den vorletzten Balken von 57 auf 81% die CO2-Emissionen. Und dann haben wir auch noch unser Klimapaket vorgerechnet. Da hätten wir dann anstatt einer wasserführenden Heizung eine Infrarotheizung eingebaut. Damit wären wir dann bei 90% Primär- oder CO2-Einsparung gewesen. Die Brennstoffkosten, da sieht die Entwicklung ähnlich aus. Von 5.700 Euro per anno auf 643.
Und als ich das präsentiert hatte vor den Bauleien, ne, dem Padres und dem Prior, kam sofort die Aussage, damit haben sie uns, Sache ist entschieden. Wir nutzen kein WAKW. Die Kosten, ne? Klar, das Kloster, es hängt ja nicht von der Kirchensteuer ab, sondern muss ja selber sein Geld verdienen. Und deswegen ist für die die Kostenfrage immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wir haben also bei dieser Energieberatung diesen Neubau zu einem KfW-55-Gebäude gebracht, haben weniger Geld ausgegeben. Wir haben die Baukosten von rund 4 Millionen Euro, einen Zuschuss generieren können von 600.000 Euro. Und dazu haben wir eine Einsparung der Energiekosten über die nächsten 30 Jahre von 2019 Energiekosten gerechnet. Ne? Da hatten wir noch nicht die Wahnsinnsstrom- und Gaspreise. Von 531.780 Euro errechnen können 2019, die wir auf die nächsten 30 Jahre einsparen. Und damit haben wir eine Gesamtersparnis von 1,1 Millionen erreicht. Zuschuss plus Energiekosteneinsparung. Und das mit einem Invest von diesen 1,1 Millionen wird noch nicht mal 0,05% für unsere Kosten, für die Beratungskosten. Ich habe schon immer gesagt zu Patrizia, wir sollten uns prozentual in Bezug auf die Förderung und Einsparung bezahlen lassen. Ja, wäre ja eigentlich fair. Zusätzlich wurde natürlich auch diese ganze Trasse gespart, ne? Also diese 250.000 Euro, die man nur zur Nahwärmeversorgung innerhalb des Klostergeländes geplant hat, die fiel damit auch weg, die auch logistisch nicht einfach gewesen wäre, weil man hätte durch bestehende Gebäude teilweise gemusst, man hätte durch angelegte Grünabschnitte gemusst. Also es wäre eine sehr unschöne Baustelle allein für die Trasse geworden, für das Kloster, was ja davon lebt, dass sie am Wochenende mit schönem Wetter über 20.000 Besucher haben. Ja, jetzt haben wir das BEG. Ich wollte damit nur verdeutlichen, was man durch eine Energieberatung alles erreichen kann. Also, eine kurze Frage. Die 4 Millionen, wie viel war denn der Anteil der Haustechnik insgesamt? Müsste ich nachgucken. Prozentual. Also ich, das ist ja die Kostengruppe, helfen Sie mir, 500, ne? 400, genau. Und ich musste es ja angeben bei dem KfW-Antrag, aber es war fast 40% der Gesamtsumme, was angesetzt war. Und wir haben die erheblich reduziert. Wir haben nachher Dinge in den 4 Millionen mit finanziert bekommen über die KfW. Es ist ja eine Finanzierung dann über KfW-Mittel gemacht worden. Man hätte noch viel mehr Geld bekommen, wenn man gewollt hätte. Die, also nur mit fünfmal Augen zukneifen, noch förderfähige Kosten waren. Also alles, was drumherum um die Gaststätte noch gemacht wurde, Begründung, ja, man musste ja natürlich auch im Untergeschoss dämmen, da sind Außenanlagen zerstört worden, die man hinterher wieder herstellen musste, hat man das ja noch hinbekommen. Und außerdem hat die Landesbank, interessanterweise Hessen, die Hessische Landesbank, hat das Ganze begleitet und es wurde nachher dann, nachdem wir die Energieberatung gemacht haben, nicht nur die Klostergaststätte energetisch viel besser gebaut, wurde das ganze Fünf-Sterne-Hotel danach noch saniert. Das waren dann nochmal 6 Millionen. Als sie dann verstanden haben, dass wir mal was, da wollte man eigentlich nur die Fenster tauschen. Hat dann gesagt, Schrader, kannst du nicht auch einen Einzelantrag für die Fenster stellen? Habe ich gesagt, warum denn nur die Fenster? Warum denn nicht mal richtig? Weil die Trasse konnte erst weggelassen werden, der Nahwärmeversorgung, wenn man auch das Hotel anders betreibt von der Haustechnik. Und nachdem sie dann verstanden hatten, dass hier bei dem für uns erstmal kleinen Auftrag, diese Klostergaststätte neu zu konzipieren. Ich habe dann irgendwann mal fallen lassen, dass die Fördermittel im Sanierungsbereich ja noch viel höher sind als im Neubaubereich. Dann wurde dann auch entschieden, das komplette Hotel in Marienlach zu sanieren. Das hat dann 6 Millionen gekostet. Und da war natürlich auch ein Großteil von Haustechnik, die ganz anders ausgeführt wurde, wie sie es erst dachten. Ja, jetzt die Energieeinsparung, oder die, Entschuldigung, das GEG in 2023 hat sich geändert. Dadurch mussten sich natürlich auch die Förderung im BEG ändern. Und für den Neubau haben wir jetzt seit 1. März 2023 komplett neue Richtlinien. Das, was jetzt noch gefördert wird,
Ab dem 1.3.2023 ist der sogenannte klimafreundliche Neubau. Es werden KfW-Darlehen für diesen Neubau aufgerufen und den Kunden vermittelt. Also nicht mehr, wie es in den Jahren 20 bis 22 noch möglich war, auch Zuschüsse, reine Zuschüsse, vorher gab es das ja auch nicht, sondern dann erst ab März 23, so wie es dann schon im Juli 22 für Sanierungen war, nur noch Kredite. Also wenn ich Effizienzhausstandard erreiche, nur noch Kredite, keine reinen Zuschüsse mehr. Man kann bis zu 150.000 Euro je Wohneinheit von der KfW als zinsgünstigen Kredit bekommen. Die Förderkredite dazu, also der Zinssatz ist jetzt gefördert, liegen beginnen bei 0,01% Zinssatz. Wir haben nachher Beispiele, damit Sie sehen können, was das tatsächlich noch für Zinssätze werden. Die gelten bei Neubau oder Erstkauf für Privatpersonen oder Unternehmen oder Privatpersonen, die hinterher vermieten wollen, also nicht zur Selbstnutzung, das wird unterschieden. Das war früher noch nie, jetzt wird es unterschieden, das sind unterschiedliche Konditionen. Die Laufzeit geht jetzt sogar bis zu 35 Jahre, früher waren es nur bis zu 30 Jahre. Und die Zinsbindung geht aber nur 10 Jahre, also dieser Zinssatz 0,01%, der gilt dann für die nächsten 10 Jahre. Auch die Fachplanung oder die Zertifizierung, was das bedeutet, kommen wir gleich noch zu, ist jetzt förderfähig. Fangen wir mit dem kleinen Paket an, die 100.000 Euro, die man pro Wohneinheit bekommen kann. Ich sagte ja eben bis zu 150. Man hat ein sogenanntes kleines Paket geschnürt im klimafreundlichen Neubau. Das Wohngebäude, wir reden jetzt im Moment noch über Wohngebäude, gleich erkläre ich es Ihnen auch für Nicht-Wohngebäude. Das Wohngebäude erreicht diese Förderstufe, das KfW 40, wenn es also von seinem Effizienzhausstandard ein KfW 40 ist, vom Primärenergiebedarf und vom HT, also von beiden Bereichen, Verlust über die Hülle und vom Primärenergiebedarf, es nicht mit Öl, Gas oder Biomasse, also auch nicht mit Holz, Pellets oder dergleichen, beheizt wird. Und wenn es im Lebenszyklus so wenig CO2 ausstößt, dass die Treibhausgasemissionen das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude plus erfüllen. Oder überhaupt ein nachhaltiges Gebäude sind. Man muss also praktisch den Global Warming Potential errechnen. Aber mehr nicht. Es ist noch keine Zertifizierung. Das kommt nämlich jetzt erst. Die zweite Variante im Neubaubereich für Wohngebäude ist das QNG mit 150.000 Euro. Das heißt also, das Gebäude muss dann auch zertifiziert werden. Es muss ein Qualitätssiegel bekommen, was durch eine Zertifizierung bestätigt ist, dann kann man 150.000 Euro pro Wohneinheit bekommen. Wir haben wieder die gleichen Punkte, es muss das Effizienzhaus 40 erreicht werden, es darf nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt werden und dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, QNG Plus oder nachhaltiges Gebäude Premium, müssen durch ein Zertifikat, durch ein Nachhaltigkeitszertifikat bestätigt werden. Dann kriegt man 150.000 Euro pro Wohneinheit. Man hat keine anderen Konditionen für den Kredit. Also die Zinssätze sind die gleichen. Einmal habe ich 100.000 pro Wohneinheit, einmal habe ich 150. Wir erklären gleich, was dafür aber mehr nötig ist. Ich möchte jetzt noch Ihnen zeigen, welche zwei verschiedenen Förderwege es dort gibt. Ich habe ja eben schon gesagt, es geht einmal um die Selbstnutzer, private Selbstnutzung, das ist das Programm 297. Sie sehen jetzt hier die Konditionen bei 4 bis 10 Jahren Laufzeit, da muss ich also auch innerhalb dieser Jahre zurückgezahlt haben, haben wir die 0,01%, da haben wir den günstigsten Zinssatz, bei bis zu 25 Jahren 1,04 und bei bis zu 35 Jahren die 1,21. Zinsbindung ist aber immer nur für 10 Jahre, für die Zinssätze, die ich habe. Also wenn man sich zum Beispiel, es gibt ja Kunden, die haben Geld auf der Kante liegen und holen sich das KfW-Darlehen nur, um diese günstigen Zinssatz zu nutzen und schaffen es auch, den in 10 Jahren zurückzuzahlen, diese 100 oder 150.000, wie gesagt, pro Wohneinheit, dann wähle ich den günstigsten Zinssatz mit 0,01. Kann ich es mir aber eventuell nicht leisten oder will erst das teurere Bankdarlehen zurückzahlen,
in den ersten 10 Jahren, dann wähle ich natürlich die lange Laufzeit und nutze mein Budget, was ich monatlich habe, um die teureren Bankdarlehen zurückzuzahlen, damit ich da schneller fertig bin. Das hängt immer von der individuellen Situation des Käufers ab oder desjenigen, des Investors ab, welches Darlehen oder welche Form für ihn das attraktivste ist. So, dann haben wir noch das Programm 298. Das ist praktisch dann, man kann es einfacher umschreiben, wenn ich nicht selber einziehe. Völlig egal, ob ich ein Unternehmen bin oder ob ich eine Privatperson bin oder eine Genossenschaft bin oder eine Wohnbaugesellschaft bin. Wenn ich nicht selbst drin einziehe, habe ich folgende Konditionen. Da geht es halt bei 10 Jahren mit 0,53 los, also ein halbes Prozent schlechter im Schnitt. Ein halbes Prozent nur. Bei 25 Jahren 1,46 und bei 35 Jahren dann 1,61. Das ist dann, wenn ich nicht selbst einziehe, also man will hier nochmal den privaten Bauherrn, der für sich selber einen neuen Wohnraum baut, etwas besser stellen wie den Investor, der Gebäude baut, um sie zu vermieten. Ja, dann wollte ich Ihnen hier nochmal ein Rechenbeispiel nachführen, weil man mag sich jetzt ja vielleicht denken, so wie wir das viel in den Gesprächen schon gehört haben mit Kunden wie Ihnen, na, das ist ja gar nicht mehr so dolle, die Förderung jetzt. Den Eindruck haben viele, weil wir nur noch über bessere Zinsen reden und nicht mehr über irgendwelche Zuschüsse, die es vorher mal gab. Da meinen viele immer, die jetzigen Mittel sind schlechter. Sind sie das wirklich? Deswegen rechnen wir das jetzt mal vor. Haben wir zum Beispiel ein Gebäude mit 2 Wohneinheiten. Klassisches Einfamilienhaus mit so einem Apartment irgendwie drin. Duschbad, Schlafraum, extra Eingang. Schon ist es eine weitere Wohneinheit für die KfW. Ich brauche deswegen keine Teilungserklärung, brauche keinen Stellplatznachweis. Diese Einheit muss abgeschlossen sein. Ich muss also extra reinkommen durch eine Eingangstür, die zwar durch einen gemeinsamen Flur gehen darf, wo dann beide Wohneinheiten von abgehen. Es dürfen auch normale Zimmertüren sein. Oder zum Beispiel eine von außen aufschließbare Balkontür in dem Gästezimmer. Und das Bad muss angeschlossen sein und die Möglichkeit für eine Pantry-Küche muss da sein. Also ein Abwasser- und Wasseranschluss sollte da sein. So, weil ich das habe, ist es für die KfW eine Wohneinheit. Das kriegt man im Einfamilienhaus oft hin. Jetzt nicht unbedingt in der Doppelhaushälfte, ne, aber in einem Einfamilienhaus kriegt man es eigentlich fast immer hin. Und deswegen rechnen wir hier jetzt direkt mit 2 Wohneinheiten. Einfamilienhaus, 2 Wohneinheiten, dann würden wir ein Darlehen generieren können von 300.000 Euro, ne? 2 mal 150.000 mit der Nachhaltigkeitszertifizierung. Bedeutet einen Zinsvorteil in den ersten 10 Jahren von 98.000 Euro. Gegenüber einem banküblichen Zins haben wir ausgerechnet von knapp 4% im Moment. Und der ist noch sehr günstig. Die alte Förderung lag bei 20% von 120.000 beim KfW 40. Wir haben ja hier kein 40 plus. Wir müssen ja keinen Batteriespeicher bauen. Brauchen wir ja nicht beim 40 Nachhaltigkeitszertifizierung. Also können wir auch nur die Förderung damit vergleichen, die es vorher beim 40er gab, nicht beim 40 plus. Das wären 2 mal 120.000 als förderfähige Summe. Und da gab es dann einen Zuschuss oder einen Tilgungszuschuss, je nachdem, ob ich bei der KfW das Darlehen genommen habe. Und damals waren die Zinsen nicht besser als bei der Bank. Je nachdem, ob ich das Darlehen genommen habe oder ob ich mir den Zuschuss habe auszahlen lassen. Es waren dann 48.000 Euro. Ich denke, rechnen kann jeder, welche Förderung die bessere ist. Die jetzige hat klar das Doppelte, nämlich 50.000 Euro. Kurze Frage, wir sind auch im Beleihungsrahmen bei der KfW immer noch bis 80% wahrscheinlich, oder? Die KfW ist das völlig egal. Die KfW würde 100% beleihen. Die förderfähigen Kosten betrifft die komplette Erstellung. Manchmal, aber Sie haben ja als Kunde nicht den Vertrag mit der KfW, sondern es ist ja so ein etwas seltsames Dreiecksverhältnis. Sie haben gar keine Verträge mit der KfW, sondern Sie haben den Vertrag ja mit Ihrer Hausbank. Die Hausbank hat manchmal solche Regeln, aber nicht die KfW. Und verkauft das dann gerne als KfW-Regel. Aber das Risiko liegt ja bei dem Ausfall bei der KfW. Das heißt, nein, das Risiko liegt beim Ausfall bei der Hausbank. Okay. Wenn Sie nicht mehr zahlen können, der Hausbank das Darlehen, dann muss die Hausbank trotzdem der KfW den Kredit bezahlen. Und deswegen ist die Hausbank natürlich auch viel mehr dahinterher, dass derjenige sich auch die KfW-Darlehen leisten kann, irgendwann mal zurückzuzahlen, als die KfW. Die KfW sagt sich, dafür haftest du, Hausbank. Ne? Deine Sache. Da gab es in den vergangenen Jahren ja Modelle, wo man das dann eben einen anderen Beleihungsrahmen hatte und dadurch auch wiederum günstigere
Hausbankkonditionen hatte. Ja. Darauf wollte ich jetzt hinaus, weil das wäre ja auch noch ein finanzieller Vorteil. Die KfW macht entgegen des viele Banken kommunizieren, hat die KfW überhaupt keine Maßgaben dafür, wo das im Grundbuch eingetragen, welche Beleihungsgrenze und so weiter. Die sagen einfach, wenn ich dir 300.000 Euro gebe, dann musst du auch 300.000 Euro Kosten nachweisen. Fertig, ne? Also die müssen, ja. Okay, also hier haben wir es mal vorgerechnet mit einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Dann haben wir es nochmal vorbereitet, auch für den Investor, weil angenommen, das habe ich gestern noch rausgeschmissen, weil es zu viel wird. Weil es bleibt natürlich bei knapp über 40.000, der hat ja einen etwas schlechteren Zinssatz, 0,5%, bleibt bei knapp 40.000 immer noch viel mehr als vorher nur knapp die Hälfte. Ich habe Ihnen jetzt noch vorbereitet, wie es beim Nichtwohngebäude aussieht. So wie es vorher auch schon bei den Mitteln war. Wir haben ja bei Nichtwohngebäude keine Wohneinheiten. Also hat man eine andere Bezugsgröße gewählt, die ist gleich geblieben. Nämlich der Quadratmeter Nutzfläche nach DIN 277. Auf ihn, stimmt das? 277, ne? Ich habe mich mit den Diensten nicht so genau. Nach DIN 277. Diese Bezugsfläche, die dort drin ist, die Nutzfläche nach DIN 277, die wird als Berechnungsgrundlage genommen für die Förderung, und zwar beim Nichtwohngebäude muss ich also kann ich 0,83% erreichen. Ich kriege bis zu 15 Millionen für Bauvorhaben, und das dürfen auch Unternehmen sein oder öffentliche Einrichtungen, das ist völlig egal. Und ich kann bis zu 30 Jahre Laufzeit und 10 Jahre Zinsbindung haben. Und auch hier haben wir jetzt zwei Modelle, nämlich einmal ohne die Nachhaltigkeitszertifizierung. Dann muss ich nur den Effizienzhaus Stufe 40 erreichen und dann bekomme, es muss ohne Gas, Öl oder Biomasse beheizt werden, das ist jetzt wieder gleich, und ich muss dieses Siegel nach für nachhaltige Gebäude Plus erfüllen, und ja, das können wir natürlich alles für Sie machen, auch die Zertifizierung können wir für Sie machen. Und jetzt wollte ich Ihnen die beiden Modelle zeigen, nämlich einmal gibt es beim KfW 40 ohne Zertifizierung gibt es 2.000 Euro pro Quadratmeter netto Grundfläche nach DIN 277, richtig, und damit maximal 10 Millionen Euro, also wenn man keine Zertifizierung macht. Und wenn man die Zertifizierung macht, dann kriegt man 3.000 Euro förderfähige Summe also nach DIN 277. Der Zinssatz ist der gleiche. Heißt also, wenn ich ein Nichtwohngebäude zertifizieren lasse, mache ich das nur dann, wenn mir die 2.000 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche nicht reichen. Wofür soll ich sonst machen? Ne? Wenn ich aber viel mehr Ausgaben habe und lande gut mit meinen Ausgaben über den 2.000 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, dann wäre ich bekloppt, die Zertifizierung nicht zu machen, weil ich kriege ja dann den gesamten Rest bis zu 3.000 Euro pro Quadratmeter auch noch mit dem günstigen Zinssatz finanziert. Weil so schwierig ist diese ganze Zertifizierung gar nicht. Sie ist für uns alle neu, auch für mich. Sie ist natürlich neu. Es ist wieder ein neues Tool, was mit betrachtet werden muss. Der Dominik Weitzel wird uns das gleich mal genauer vor Augen führen. Er ist Auditor für die Zertifizierung, auch für größere Gebäude, nicht nur für bis zu 5 Wohneinheiten, also auch für größere Gebäude. Und auch bei der KfW als Antragsteller für Nichtwohngebäude, sowohl für Wohngebäude zertifiziert. Also wenn Sie da Projekte haben, können wir das komplett für Sie abdecken, egal im Wohngebäudebereich oder auch im Nichtwohngebäudebereich. In beiden Bereichen, sowohl von der Energieberatung als auch von der Zertifizierung. Ja, ich bin durch. Er zeigt Ihnen jetzt, was das bedeutet, im Zertifizierungsbereich tätig zu sein. Gut, dann wollen wir jetzt einmal zur Nachhaltigkeitszertifizierung kommen. Das Ganze ist jetzt, wie der Herr Strahl jetzt schon gesagt hat, relativ neu. Wir beschränken uns jetzt hierbei erstmal auf das Ganze im Bereich Wohngebäude. Ich werde jetzt auch nur kurze Ausschnitte davon, von dieser ganzen Zertifizierung, wie das Ganze abläuft, rausnehmen. Weil wenn ich das jetzt alles erklären will, reicht der ganze Tag nicht. Dann können wir uns morgen nochmal treffen und übermorgen nochmal. Deswegen gibt das jetzt nur mal einen kurzen Abriss dazu von dieser ganzen Nachhaltigkeitszertifizierung daneben.
Dann bei der ganzen Nachhaltigkeitszertifizierung, die gibt es jetzt einmal im Neubau, in der Sanierung soll die jetzt noch kommen. Ich habe es jetzt aber trotzdem schon mal hier aufgeführt, wie sich da dann alles verhält, welche Baustoffe da alle mit aufgeführt werden müssen, ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Es gibt eben keinen direkten Zuschuss dabei im Neubau. Die Nachhaltigkeitszertifizierung muss über eine akkreditierte Zertifizierungsstelle durchgeführt werden. Da gibt es verschiedene, so die bekannteste ist eigentlich die DGNB. Da sind auch ganz viele auch so mit eingetragen, auch wenn man da keine Zertifizierung machen kann. Da gibt es noch die NAVO, dann BÜRN, da bin ich jetzt zertifiziert beispielsweise, und auch noch viele andere. Die Zertifizierungsstellen an sich haben zwar jeder so das eigene System, aber im Großen und Ganzen ist das immer ähnlich. Also die können die Vorschriften natürlich nicht immer komplett ändern, nur weil es eine andere Zertifizierungsstelle ist. Der Rahmen ist gleich, nur wie die Herangehensweise ist, ist immer ein bisschen anders. Was aber bei allen gleich ist, ist eben, dass dieses Qualitätssiegel QNG, dass das immer erfüllt sein muss. Da gibt es nämlich dann an manchen Stellschrauben nochmal extra Nachweise, die da geführt werden müssen. Natürlich jetzt noch einmal ganz kurz der Zinsvorteilsrechner. Jetzt nicht wundern, es ist eine Excel-Tabelle. Dadurch, dass es bei der KfW selber keinen Rechner gibt für den Neubau, habe ich da mal selber einen erstellt. Und dann gibt es da natürlich einmal das mit dem QNG, unten ist einmal mit und oben ist einmal ohne QNG. Bei dem ohne hat man jetzt einen Zinsvorteil immer noch von 38.000 Euro im Gegensatz zu dem Bankkredit. Hier jetzt mit sieht man. Mit 3,99%, also knappen 4%. Auch dazu eine Rate dabei, ein tilgungsfreies Jahr hat man meistens mittlerweile standardmäßig dabei bei der KfW. Das ist ja sowieso schon seit Jahren normal. Wenn man das Ganze dann jetzt mit QNG angeht, hat man dann nochmal einen zusätzlichen Vorteil von 57.000 Euro im Gegensatz zu dem normalen. Und insgesamt hat man nochmal eine zusätzliche Ersparnis durch die Zertifizierung von nochmal knappen 20.000 Euro, also 19.000 bisschen. Und jetzt komme ich nochmal zur Zertifizierungsstelle. Das ist jetzt quasi einmal das BIRN-System, was ich Ihnen jetzt dann einmal vorstelle. Das ist jetzt da, wo ich dann auch als Auditor gelistet bin. Die BIRN-Zertifizierungsstelle bewertet das Ganze nach dem BNK-System. Das ist aber das Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnhausbau. Das hat den Ursprung, die durften am Anfang mal erst nur bis 5 Wohneinheiten zertifizieren. Mittlerweile sind sie offen, dürfen alle Größen an Wohneinheiten, egal ob 20, 30, 40, ganz egal, dürfen die alles zertifizieren. Der Name ist einfach gleich geblieben. Die haben einmal 19 Steckbriefe, also noch zusätzlich zu diesen QNG-Anforderungen, nochmal zusätzlich bei dem System. Die zusätzlichen QNG-Anforderungen müssen natürlich auch erfüllt werden. Das ist das, was ich eben schon mal gesagt hatte. Da gibt es dann einmal die Schadstoffvermeidung in den Bauteilmaterialien, die Barrierefreiheit ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich die Ressourcen in Anspruchnahme. Und dann gibt es eben noch die nachhaltige Beschaffung von Holzprodukten. Das ist einfach wichtig, dass das nicht aus irgendeiner Holzrodung aus Fernost oder irgendwo herkommt. Dann gibt es eben all die vier Oberbegriffe bei der BNK-Zertifizierung, diese 19 Steckbriefe, das sind so die Unterpunkte davon. Das ist eben einmal die soziokulturelle und funktionale Qualität, was dahinter steckt, komme ich gleich noch zu. Und die ökonomische Qualität, die ökologische Qualität und natürlich auch noch die Prozessqualität. Also das ist auch für den Bauherrn am Ende, dass der auch einen Mehrwert dadurch hat, dass er das Ganze eben dann auch gemacht hat. So sieht das ganze Siegel dann auch nochmal von denen aus. Die soziokulturelle Funktionalität hat eben dann nochmal diese Unterpunkte. Das ist auch die Kategorie mit den meisten Unterpunkten. Dadurch fallen eben die einzelnen Punkte auch nicht so sehr ins Gewicht. Man hat zusätzlich aber auch noch bei den Punkten Innenraumluftqualität und Barrierefreiheit nochmal die zusätzlichen Anforderungen von der QNG. Ansonsten geht es eben die Innenraumluftqualität, ist dabei sehr wichtig. Das, die Trinkwasserhygiene, der Wärmeschutz, der sommerliche Wärmeschutz, dann die Taglichtverfügbarkeit. Der Schallschutz, die Haustechnik muss bedienerfreundlich sein, es muss eine Sicherheitsanlage vorhanden sein, egal ob jetzt für Brand oder auch für Einbruch und eben auch die Barrierefreiheit. Ich habe mir jetzt ein paar Punkte davon nochmal rausgenommen. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht alle 19 Punkte hier durchgehen können. Ein paar Punkte habe ich mir jetzt nochmal rausgenommen, da werde ich Ihnen jetzt nochmal ein bisschen was genauer zu erläutern. Einmal jetzt der Punkt 1.1.1.1. So. Ist nämlich dann einmal die Innenraumluftqualität. Jetzt nicht erschrecken bei dieser Tabelle da links. Das ist einfach aus einem
Pre-Assessment, also von so einem Vor-Check, ist das einmal rausgenommen. Wenn Sie sowas dann mit mir mal vielleicht in Zukunft dann angehen, dann werden wir uns mit dieser Liste eingehend beschäftigen. Das dauert auch ein bisschen. Bei dem Punkt 1.1.1, bei der Innenraumluftqualität, gibt es eben drei Kategorien, die man für das BNK-System bearbeiten muss. Und dann ganz unten ist dann auch nochmal das Ganze für das QNG hinterlegt. Bei, was man auf jeden Fall sowieso machen muss, ist die Deklaration der ganzen Produkte. Das ist oben das. Das gibt so die Basispunkte. Man muss nämlich bei diesen ganzen 19 Steckbriefen immer mindestens diese Basispunkte erreichen. Man muss nicht immer bei allen eine volle Punktzahl machen. Man kann auch einzelne Sachen weglassen. Wie jetzt zum Beispiel hier diese Innenraumhygiene, also bei dem zweiten Punkt, bei der Messung, die kann man weglassen. Weil das würde bedeuten, wenn man diese Messung machen will, wenn der Bau abgeschlossen ist, jetzt stehen noch keine Schränke drin, noch keine Stühle, noch keine Tische, dann würde nochmal ein Prüfer kommen, der diese Messung durchführt, um eben die Einzelkonzentration der einzelnen Baustoffe, sei es jetzt die Farben, sei es jetzt der Bodenbelag, nochmal zu messen. Das würde natürlich auch nochmal Kosten verursachen. Kann man weglassen, kann man aber auch machen. Das ist immer so ein bisschen eine Auslegungssache, weil im Endeffekt müssen wir von diesen gesamten 19 Punkten müssen wir prozentual 50% erreicht haben. Die sind aber alle unterschiedlich gewichtet. Was man aber, wenn man mit uns zusammenarbeitet, auf jeden Fall immer ganz einfach abholen kann, ist der Punkt dann von dem Luftaustausch, weil wir haben immer eine mechanische Lüftungsanlage, zusätzlich natürlich auch noch der Wärmerückgewinnung dabei. Und damit hätten wir hier unten schon den besten Standard erreicht und hätten aber das hier oben komplett weggelassen mit der Messung und hätten trotzdem diesen Punkt abgehakt. Also den Punkt 1.1.1, der hat mehrere Unterpunkte und wir müssen nur die Basispunkte erreichen, der Rest ist zusätzlich. Wir können aber nicht überall nur die Basispunkte erreichen, weil wenn wir nämlich nur überall an den Basispunkten langgehen, dann würden wir niemals auf die 50% erreichen. Was hierbei jetzt noch zusätzlich kommt, ist eben das ganze, das QMG-System. Das ist dann einfach nochmal diese Deklaration, das ist einfach ein bisschen eine Definitionssache. Da gibt es jetzt ja einmal diesen Plus-Standard und diesen Premium-Standard, hat der Herr Schrader eben schon mal gesagt gehabt. Da bei den Premium-Standards sind die Anforderungen einfach nochmal ein bisschen höher. Momentan hat man keinen Mehrwert dadurch, weil die Förderungen, egal ob Plus oder Premium, sind einfach gleich. Wir gehen aber davon aus, dass sich das ändern wird. Genau. Dass also das Plus und das Premium, das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass das eingeführt wurde, dass es da sicherlich nochmal unterschiedliche Konditionen geben wird bei der Förderung, ob es Premium oder das Plus hat. Ja, genau. Bei diesen ganzen Deklarationen der Bauprodukte, was man ja so oder so machen muss, da gibt es dann auch so ein paar, da gibt es einmal natürlich riesige Leitfaden zu, durch die man sich durchwühlen kann. Wie man es ganz einfach schon mal sieht, bei Farben beispielsweise ist eben, wenn eins von diesen beiden Symbolen drauf ist, entweder eben dieses AGBB oder eben auch der blaue Engel. Den blauen Engel hat eigentlich so gut wie jeder schon mal auf irgendeinem Produkt gesehen. Zum Beispiel auch bei fast allen Baumarktprodukten ist das auch drauf, wenn man mal drauf achtet, dann sieht man das auch. Auch zum Beispiel Alpina-Farben haben das so gut wie alle. Das kann man auf den Homepagen dann immer auch nachgucken. Und da gibt es dann eben auch eine Tabelle von der QMG, um das alles nochmal nachzuschauen, bei welchem Material man welchen Nachweis liefern muss. Das einmal zu dem ganzen Punkt Innenraumluftqualität. Also eigentlich ist es nicht mehr Arbeit, man muss sich sowieso einmal damit beschäftigen, welche Produkte wähle ich überhaupt. Und eigentlich ist es bei dem Hersteller mittlerweile fast Standard, eins dieser Zertifikate dann dabei zu haben. Ansonsten kann man da immer noch über die Einzelnachweise dann gehen, um zu gucken, was für Treibmittel oder was für Ausdünstungen haben die Farben dann dabei, sodass man dort dann auch im Grenzbereich immer noch liegt. Der nächste Punkt, den ich jetzt ansprechen will, wo viele immer sehr viele Bedenken haben, ist einmal nämlich jetzt der ganze Punkt Barrierefreiheit. Das ist nicht 1.17, sondern eigentlich 1.7. aber das macht jetzt nichts. Was dabei einfach nur wichtig ist, es muss ein Planungskonzept erstellt werden, um eine Wohnung zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls auf Barrierefreiheit oder barrierearm umbauen zu können. Es gibt allerdings noch mal mehr Anforderungen, wenn man jetzt ein Wohngebäude hat mit mehr als 5 Wohneinheiten, weil dann zieht erst die QNG-Anforderung, vorher ist die gar nicht da. Aber für das BNK-System, also für die Zertifizierungsstelle, müssen wir uns trotzdem damit beschäftigen. Und dafür ist es einfach nur notwendig, wir nehmen uns einmal den Grundriss und
wir könnten jetzt in dem Moment dann einfach alle Trockenbauwände beispielsweise verschieben. Wir haben hier einen Wasseranschluss im Erdgeschoss, können wir da nochmal ein Bad mit anschließen, wo dann nachträglich beispielsweise auch eine bodentiefe Dusche eingebaut werden kann. Also es muss nicht vorhanden sein, es muss nur ein Konzept geben. Das ist immer ein Punkt, den verstehen sehr viele falsch. Es muss nicht jetzt schon komplett barrierefrei sein, das Haus, sondern es muss zu einem späteren Zeitpunkt umbaufähig sein. Schwierig wird sowas immer, wenn man einfach nur eine Haustür hätte und da geht direkt eine Treppe hoch, die total schmal ist, weil dann kommt man überhaupt nicht ins Obergeschoss, ohne einen Aufzug zu haben. Aber in der Regel kommt man in eine Wohnung rein und kann dann dort die Wände eben verschieben. In diesem Bereich von der Barrierefreiheit können auch ziemlich einfach viele Zusatzpunkte erreicht werden, weil da gibt es dann noch zusätzliche Anforderungen. Jetzt mal beispielsweise, ich habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel, dass vor den Haupteingängen, dass man da nochmal eine Bewegungsfläche hat von 1,80 auf 1,80, damit man da zum Beispiel mit einem Rollstuhl sich einfach bewegen kann, dass man da auch nochmal eine Rampe hinlegen kann. Die muss, wie gesagt, nicht vorhanden sein, sondern dass man hinlegen kann. Oder auch, dass die Hauseingangstüren mindestens 90 cm breit sind und mindestens 2,5 m hoch. Also das ist jetzt nicht nur das Rohbaumaß, sondern das muss die Tür wirklich am Ende auch haben. Auch die Flure zum Beispiel, die müssen eine Breite von 1,20 m haben. Das sind aber ganz oft auch Sachen, die hat man sowieso. Also die wenigsten haben tatsächlich, jetzt, wo ich die letzten Pläne mal angeguckt hatte, Flure, die kleiner sind als 1,20 m, weil es auch irgendwann einfach drückend wirkt. Man will ja auch dann immer meistens ein schön offenes Wohnkonzept dann auch haben, sodass man da dann auch nochmal ohne Probleme Punkte mitnehmen kann. Das einmal zu der Barrierefreiheit dabei. Den nächsten Punkt, den ich jetzt nochmal besprechen will, ist einmal dann die ökonomische Qualität. Also wir betrachten uns jetzt dann einmal die ausgewählten Kosten im Lebenszyklus. Da gibt es jetzt auch wieder so eine schöne Liste, die werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz erklären. Das ist einmal natürlich aufgeschlüsselt ganz oben wieder in diese Allgemeinpunkte, also diese Basispunkte, die wir sowieso erfüllen müssen. Das ist einfach einmal, es wird eine Berechnung der ausgewählten Lebenszykluskosten durchgeführt nach den Kostengruppen 300 und 400. Die brauche ich dann für die Zertifizierung von Ihnen als Architekten. Da reicht am Anfang diese grobe Schätzung dann auch einfach, aber für den späteren Prozess braucht man dann natürlich die genauen Kosten davon. Zudem soll dann natürlich auch noch das Kapitel der Nutzungskosten und Inspektion und Wartung, also dem Bauherrn, erklärt werden, also damit er einfach nur ein Gefühl dafür kriegt, was habe ich denn in Zukunft noch für Kosten, wie sieht das aus mit der Wartung, auch zum Beispiel bei der Heizung und so weiter, damit er da eben nicht sagt nach 2 Jahren, hier die Kosten für die Heizung, für die Wartung, die habe ich so nie kalkuliert, die kenne ich gar nicht. In dem Moment hat man die Basispunkte in dem Moment schon wieder abgehakt. Diese Lebenszykluskosten, die kann man ganz einfach erstellen mit einem LCC-Programm. Ansonsten hat man den oberen Teil, macht man sowieso. Also dem Bauherrn die Kosten nicht zu erklären, das macht glaube ich keiner, weil der Bauherr will das auch einfach wissen, wofür er das Geld ausgibt. Der nächste Punkt ist dann die Herstellkosten. Da ist es immer ein bisschen schwierig, tatsächlich mehr als die Mindestpunkte zu erreichen. Weil man müsste, um über diese Mindestpunkte zu kommen, muss man die Herstellkosten auf unter 1.000 Euro pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche kriegen. Und wie man es jetzt gerade schon hört hier, es ist schwierig. Ich hatte jetzt ein Beispiel, das war jetzt für ein Einfamilienhaus von einem Kunden, da hat er mal bei ungefähr 2.600 Euro, also weit weg von dem, was da gefordert ist. Aber wie gesagt, man muss nicht, ne? Genau, man hat dann in dem Bereich nur nicht die volle Punktzahl. Genau, wir hätten in dem Bereich dann einfach hier unten die Mindestanforderungen erreicht. Nämlich wir haben einfach die Herstellkosten nach der DIN 276 nachgerechnet und können da eben die Punkte mitnehmen. Was dann aber durch das Effizienzhaus 40 und durch die niedrigen Heizkosten dann natürlich auch im Endeffekt viel besser und viel einfacher zu erreichen ist, ist dann hier unten die Nutzungskosten. Weil da sind wir jetzt zum Beispiel bei dem Haus, was ich jetzt eben gerade hatte. Hier wäre jetzt für den höchsten Standard brauchen wir Nutzungskosten, die kleiner sind als 250 Euro pro Quadratmeter netto, pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Bei dem Kunden, den ich jetzt hier im Kopf habe, waren die Kosten am Ende bei 98 Euro. Das lag aber daran, der baut fast auf Passivhausniveau. Also der hat auch sehr massiv dicke gedämmte Wände, aber das ist einfach so ein Kundenwunsch gewesen, weil der hatte vorher, das war ein Gebäude aus dem Ahrtal, das wurde weggeschwemmt, der hatte vorher auch ein Passivhaus, baut jetzt ähnlich wieder neu.
Deswegen hat der da auch so niedrige Kosten. Aber ansonsten, hier unten kann man ohne Probleme viel mehr Punkte mitnehmen. Und diese drei Punkte ergeben von dem gesamten Konzept 25%. Weil jeder dieser Hauptkategorien, die ich eben gezeigt hatte, geben 25%. Und das sind eben auch 25%. Und indem man jetzt beispielsweise hier oben diese Allgemeinpunkte, die haken wir sowieso ab. Hier unten befinden wir uns dann auch, sage ich mal, unter diesen 250 Euro. Und bei den Herstellkosten haben wir einfach die Rechnung gemacht, weil unter die 1000 Euro kommen wir nicht. Dann haben wir von dem gesamten Konzept, wo wir 50% erreichen müssen, bereits 20% abgegriffen. Obwohl wir uns nur mit einem Teil von vielen beschäftigen. Also ist es gar nicht so schwer. Der nächste Punkt, dazu komme ich auch später nochmal genauer drauf zu. Da werde ich Ihnen auch nochmal eine Berechnung zeigen, wie das dann das Ganze aussieht. Also dann einmal die ökologische Qualität. Da gibt es auch nochmal zusätzliche Anforderungen für eben für das Treibhauspotenzial und für den Primärenergiebedarf. Da geht es dann einfach um den Nachweis der Bauteile, was die für ein Potenzial für das GWP, also das Global Warming Potential im Endeffekt haben. So sieht das Ganze dann auch in der Tabelle wieder aus. Da sieht man dann einmal die Grenzwerte zwischen 16 und 32 Kilogramm und eben die QNG-Anforderungen. Das sind jetzt die aktuellen QNG-Anforderungen. Die waren vorher, lagen die auch mal bei 28 Kilogramm bei den Mindestanforderungen. Genau, das ist aber einfach eine Berechnung, wo ich alle Bauteile eingeben muss. Und das wird dann eben auf die Quadratmeter Nettoraumfläche dann umgelegt. Das Ganze funktioniert bei dem Primärenergiebedarf genauso. Da kommt es aber auf die Herstellung von den Materialien drauf an. Also das ist nicht der Primärenergiebedarf vom Gebäude im Endeffekt. Und da gibt es eben auch die zusätzlichen Anforderungen nach QNG. Das Ganze nennt sich dann auch einfach eine Bilanzierung nach LCA, also Life Cycle Assessment. Das ist einfach eine Ökobilanz von dem gesamten Gebäude. Es gibt da verschiedene anerkannte Software momentan, zum Beispiel die in der Gütegemeinschaft 18509 sind, zum Beispiel Hotgenrot, damit arbeiten wir auch ganz viel. Dann gibt es auch LEGEP. Carbon Footprint gibt es dabei auch noch. Die ganze Berechnung nach von dem LCA, da berechnen wir eben dieses GWP. Dann eben den Primärenergiebedarf nicht erneuerbar. Und man muss dabei auch noch beachten, es gibt auch noch pauschale Aufschläge für die Leitungen und auch für die Kältemittel. Also weil man kann nicht alle Leitungen, die in einem Gebäude vorhanden sind, dabei mitnehmen. Also die kann man nicht erfassen. Und deswegen gibt es dafür pauschale Aufschläge, genauso auch für die Kältemittel, die in den Wärmepumpen dann vorhanden sind. So sieht das Ganze dann als Ergebnis aus. Das zeige ich Ihnen später aber auch nochmal genau im Programm. Da sind jetzt auch die Sockelbeträge dann auch schon drin. Also diese Pauschalen als Beispiel. Bei dem Gebäude war es jetzt auch so, wenn wir jetzt, der verbaut eine Wärmepumpe mit einem Kältemittel R410A. Und deswegen müssen wir dann nochmal einen zusätzlichen auf den GWP-Wert nochmal 1,06 draufschlagen. Sind wir hierbei immer noch im Premium-Bereich, aber es erhöht sich eben und es kann auch dazu führen, dass wenn man dann mit einer Wärmepumpe baut und da ist eben ein bestimmtes Kältemittel drin, dass es einem den kompletten Standard zerhaut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bei dem Primärenergiebedarf sieht das Ganze ähnlich aus. Unten sieht man auch die Grenzwerte, oben sieht man die komplette Zusammensetzung der einzelnen Bauteile. Das zeige ich Ihnen aber später nochmal ganz genau im Programm. Die pauschalen Sockelbeträge, so sieht das Ganze aus. Da gibt es ganz viele Dokumente, durch die man sich da durchwuseln muss, bis man diese Sachen dann auch mal findet. Das sind dann einfach nochmal, je nachdem, wo der Coupé-Wert liegt, liegt der größer 40% von dem Referenzgebäude oder kleiner. Bei einem Effizienzhaus 40 ist man drunter und dann hat man eben da hinten die pauschalen Aufschläge, die man dann nochmal oben drauf legen muss. Zusätzlich gibt es dann eben noch den Zustand für F-Gase, das ist also quasi das ganze Kältemittel rund um die Wärmepumpe. Da wählt man eben den Anlagentyp aus, das Kältemittel, die Füllmenge, wie viel reinkommt, dann die Nettoraumfläche und so geht das dann eben weiter, bis man dann unten den Zuschlag dann raus hat und das muss eben nochmal oben drauf gerechnet werden. Bei alternativen Haustechniken, wie jetzt zum Beispiel mit einer Infrarotheizung, würde der Punkt einfach wegfallen. Den hätten wir nicht, weil wir hätten ja gar keine Kältemittel für die Heizung, sondern wir hätten jetzt einfach nur die Infrarotheizung und das war's. Steht sich im Endeffekt besser, kann einem auch die ganze Zertifizierung retten, wenn man mit dem Kältemittel am Ende über die Grenzwerte drüber kommt. Das war es dann jetzt einmal zur Nachhaltigkeitszertifizierung in kurz und knapp. Gut.
Ja, das war jetzt Neubau, ne? Und die Zertifizierung. Ich greife mal ein bisschen vor. Ich erkläre jetzt noch die Fördermittel Sanierung. Und da gibt es auch zwei neue, was heißt neu, aber für Sie vielleicht nicht ganz so klare Begriffe. Einmal das serielle Sanieren. Da wird uns Frau Eiding was zu sagen. Und das Worst Performing Building. Da wird uns dann nochmal der Dominik was zu sagen. Ich zeige Ihnen nur die Konditionen. Gehen wir auch relativ schnell durch. Wir haben geplant, in einer guten halben Stunde eine Pause zu machen. Das für die, die vielleicht schon mit der Hufe scharren wegen Rauchen. Und schon mal eine Frage zu der Zertifizierung. Ja. Vor 3 Jahren im Reesmarkt nach DGNB zertifiziert, zurückgebaut in Kampfbornhöhe. Wir haben ja noch nicht über Kosten gesprochen. Ja? Ich weiß als Architekt oder Architekturbüro, was das für ein Aufwand war, dem damaligen Begleiter, ist ja ein vergleichbares Büro zu Ihnen gewesen, diese Unterlagen zu liefern. Mhm. Wenn ich das jetzt hier sehe, das ist ja ähnlich aufgebaut, das System. Jetzt haben wir zwar eben an einmal Farbe gesehen, aber in so einem Gebäude stecken ja mehr Materialien. Theoretisch waren Mitarbeiter, was weiß ich, 4 Monate gebunden, nur diese Sachen zusammenzustellen, um dem damaligen begleitenden Büro das zu liefern und einzustufen. Wie das bei einem Rebenmarkt ist, vielleicht ein bisschen umfangreicher wie mit einem Familienwohnhaus. Aber wenn wir nachher über Kosten reden, das sind ja auch irgendwo Kosten oder indirekte Kosten, die der Bauherr bezahlen muss, selbst im Einfamilienwohnhausbereich. Bei den Produkten, die man da deklarieren muss, ist es bei den Wohngebäuden und die oberflächlichen Produkte. Also da geht es dann um die Farben und um die Bodenbelege beispielsweise. Oder wenn man jetzt die Decke nochmal mit Gipsbeton-Platten abhängt. Die Produkte, die würde man dann deklarieren müssen. Geht ja schon los, Gebäudestellung, Himmelsrichtung, Anbindung an Straßen, wo ich eigentlich oftmals gar keinen Einfluss drauf habe, wenn das Baugrundstück ausgesucht ist. Ja. Diese Faktoren spielen dabei keine Rolle. Wie meinen Sie das jetzt? Also bei der DGNB-Zertifizierung hängt ja schon dran, Gebäude, Ausrichtung von Himmelsrichtungen, Anbindungen an Straßen, öffentliche Verkehrsnetze und so weiter. Das sind ja Dinge, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in dieser Tabelle auch berücksichtigt wird. Ja, die Sonneneinstrahlung zum Beispiel, oder auch der Sommer- und die Wärmeschutz, sowas wird da auch alles betrachtet. Vielleicht sollte ich kurz was erklären. Wir machen ausschließlich Zertifizierungen, wo wir auch die Energieberatung machen. Das erklärt er gleich aber nochmal. Warum? Weil wir geben mittlerweile nach der DIN 18599 die Gebäude ein als 3D-Modell und ganz viele, und dann übergeben wir das an die Zertifizierung, an die Software, die vom gleichen Hersteller ist, und vieles fällt dann automatisch bei ab. Wenn das jetzt schon etwas länger her ist, weil da war das noch überhaupt nicht möglich, da hatten sie noch viel mehr Aufwand, als wenn wir es so machen. Deswegen machen wir Auditierungen nur dann, wenn wir auch die Energieberatung gemacht haben. Ne, also bei manchen Projekten mussten wir jetzt neu eingehen, sind wir jetzt bei denen, die ich im Kopf habe, auch gerade dran, damit die 3D in die 18.509 reinkommen, damit wir es danach bei der Zertifizierung leichter haben, uns einfach übergeben können. Ne, und da hat sich schon viel getan seit vor 3 Jahren an der Software auch, um das dann zu vereinfachen. Und dann sind solche Dinge automatisch mit abgebildet, weil du richtest das Gebäude ja aus, je nachdem, wo welche Himmelsrichtung ich dann drin habe. Muss ich ja mit dem Lärmschutznachweis machen. Und du musst natürlich auch alle Innenbauteile erfassen. Alle. Zeigt mir gleich mal. Was wir früher ja nie gemacht haben. Wir haben ja keine Innentüren, keine Innenwände erfasst. Wir haben ja nur die äußere Hülle erfasst. Okay. Aber wir sind da guten Mutes, auch die Kosten für die Zertifizierung erheblich reduzieren zu können, als wie das noch vor 3 oder 4 Jahren war. Förderung in der Sanierung. Es hat sich ja letztes Jahr wirklich so oft was geändert, dass ich das gut verstehen kann, wenn irgendeiner überhaupt das Thema Sanierung fast schon gar nicht mehr hören will, weil er Angst hat, wenn er seinem Kunden verspricht, du kriegst auch eine Förderung, wenn er dann hinterher dazu kommt, dass er die Förderung haben will, die es schon wieder nicht mehr gibt. Also das können wir gut nachvollziehen. Wir saßen da ja wirklich am 16. Januar 2022 morgens, montags vor unserem Rechner und haben gedacht, haben diese noch alle? Als vorher angekündigt war, das Programm läuft noch bis 31. Januar und man hat es einfach 3 Wochen vorher einfach beendet. Und wo natürlich auch ganz viele Projekte in der Endfertigstellung waren, um rechtzeitig dann noch Ende Januar 2022 die Anträge hochzuladen. Dann hat man ja gesagt, es gibt, ich glaube der 24. März war es, gibt nochmal 1 Milliarde, die schieben wir nochmal nach, ihr könnt nochmal Anträge stellen,
Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, bis die 1 Milliarde weg war? Keine 2 Stunden. Also es gab ganz viele unserer Kunden, da saßen die Banker morgens am Rechner und haben den Antrag nicht hochgeladen bekommen, weil dann um 10 Uhr schon die 1 Milliarde weg war. Also das ist natürlich nicht schön. Das war für die Baubranche auch ein Schlag ins Gesicht. Auch gerade für unsere Branche der Energieberater oder für alle die, die seit Jahren energetisch gute Häuser bauen. Weil man hat ja da auch geändert, dass es dann keine Zuschüsse mehr gab. Es haben ja ganz viele, weil sie ja auf den Zuschuss gehofft haben, auf den reinen Zuschuss, mit ihren Banken schon Kreditverträge unterschrieben. Es gab ja vorher die Möglichkeit der Wahl, ob ich einen Kredit bei der KfW hole oder ob ich einen Zuschuss mir hole. Und klar, wenn ich das weiß, ich will später den Zuschuss, ich will keinen Kredit, habe ich mit meiner Bank schon verhandelt, alles unterschrieben und saß dann da und konnte ja nicht noch einen Kredit einfach aufnehmen. Also es war wirklich schlimm. Dann hat es ja auch gewechselt vom Bundesministerium für Wirtschaft jetzt zum Bundesministerium für Bau. Und wir hoffen, dass es jetzt endlich da etwas mehr Kontinuität in die ganze Sache wieder reinkommt. Das nur noch mal so aus dem Hintergrund heraus. Im Moment ist das BEG aufgesplittet. Ich finde es ganz einfach. Die BAFA ist zuständig für einzelne Maßnahmen und die KfW ist zuständig für Effizienzhausstandards. Bei der BAFA gibt es Geld als Zuschuss, bei der KfW gibt es Kredite als Darlehen. Punkt. Und jetzt kommen wir zu den Konditionen. Ja, also wir müssen ja alles löschen, was bis jetzt war in unseren Köpfen. BAFA nur noch Einzelmaßnahmen, da gibt es nur Geld als Zuschuss. KfW gibt es nur noch Kredite für Effizienzhausstandards. Und fangen wir mit der BAFA an, das ist relativ einfach. Die förderfähige Summe pro Wohneinheit, das, was ich eben zu den Wohneinheiten gesagt habe, gilt hier genauso. Eine Wohneinheit ist sobald dann eine Wohneinheit, ich habe den Schlafraum, ich habe es abgeschlossen, ich komme da extra rein, ich habe ein Bad mit dabei, das Bad muss auch fertig sein, da muss mindestens eine Dusche, ein Waschtisch und eine Toilette drin sein und ich muss die Möglichkeit für einen Küchenanschluss haben. So, dann ist es eine eigene Wohneinheit. Auch da haben wir jetzt eine förderfähige Gesamtsumme, die man für diese Wohneinheit ausgeben kann und das sind 60.000 Euro. Und die Maßnahmen, die wir dort ansetzen können, haben wir erstmal die Gebäudehülle, also rein technisch unterer Abschluss, oberer Abschluss, Fassade, Öffnungen, also Dach, Fenster, aber es muss ja nicht unbedingt das Dach sein, es kann auch die obere Geschossdecke sein, deswegen nutze ich die Fachbegriffe, oberer Abschluss, unterer Abschluss der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, Fassade oder Öffnungen, Fenstertür. Das sind die 4 Maßnahmen, die ich in der Gebäudehülle mir fördern lassen kann. Also ich habe einen Fenstertausch, was bekomme ich? 15% Zuschuss ausgezahlt. Ich muss vor Beauftragung, auch hier, vor Beauftragung muss der Antrag bei der BAFA eingereicht sein. Ich brauche dazu einen Energieberater und ich kann dann 15% am Ende der Maßnahme als Zuschuss zurückerhalten oder nochmal 5% mehr, wenn ich einen sogenannten Sanierungsfahrplan habe. Sanierungsfahrplan heißt, das ist nichts anderes, wie wir unsere Energieberatung uns schon seit Jahrzehnten aufbauen, dass man schrittweise zeigt, wie verbessert sich das Gebäude. Und wir haben auch diesen, also ich jedenfalls, diesen Begriff schon seit Jahren benutze ich den, wenn ich das einem Kunden erkläre und der sagt, ich will aber jetzt noch nicht so viel machen, ich will jetzt mal dieses Jahr nur das Dach machen und vielleicht in 4 Jahren die Fassade und dann bauen wir schon immer die Beratung so auf, dass wir erstmal ausrechnen, was bringt denn das Dach? Was kostet es? Was investierst du? Wie hoch steht dagegen die Energieeinsparung? Und dann als nächstes nehmen wir die Fassade rein, dann als nächstes, vor der Fassade natürlich noch die Fenster, dann vielleicht noch die Kellerdecke und erst dann, wenn wir einen neuen HT haben, also wenn wir einen neuen Wärmebedarf des Gebäudes haben, weil jetzt alles saniert ist, dann packen wir die Heizung an, die Möglichkeiten, die man da hat und vorher natürlich noch die Lüftung. Und das ist ein Sanierungsfahrplan. Der wird dann nur anders ausgedruckt. Der Energieberatungsbericht sieht da ein bisschen anders aus. Also eine schrittweise Sanierung. Dann darf ich diese Sanierung, Dominik, helf mir in den nächsten 15 Jahren. Ne? Genau, ich darf das auf 15 Jahre strecken. Ich kann also zum Beispiel sagen, es kommt der wichtige Punkt. Ich gebe 60.000 Euro für mein Dach aus im nächsten Jahr. Lass mir 15% fördern. Ein Jahr später mache ich die Fenster neu, habe jetzt wieder 60.000 Euro zur Verfügung.
und lasse mir die Fenster fördern. Und dann das Jahr oder 10 Jahre später dämme ich die Fassade und habe wieder 60.000 Euro und so weiter. Also beim Sanierungsfahrplan habe ich dann in jedem Jahr, wo ich etwas mache, Kalenderjahr übrigens, also ich kann im November das Dach machen und ich kann dann im Januar die Fenster machen. Kalenderjahr. In jedem Kalenderjahr 60.000 Euro für Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Und sobald ich den Sanierungsfahrplan habe, kriege ich in der Gebäudehülle nicht 15, sondern 20%. Maßnahmen bei der Heizung, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es völlig egal, ob ich einen Sanierungsfahrplan habe. Da kann ich tatsächlich bis zu 40% Zuschuss erhalten. Das ist jetzt bei optimaler Wahl der Haustechnik. Erstmal geht es da bei der Haustechnik auch darum, was ist denn jetzt vorher schon im Gebäude drin? Habe ich zum Beispiel einen alten Ölkessel drin? Ich kriege aber nur gefördert die Heizungsmaßnahme, wenn der Ölkessel nicht raus muss, aufgrund der Emissionswerte. Also sanieren Sie die Gebäude, bevor der Schornsteinfeger sagt, er muss jetzt raus. Sobald er raus muss, ist die Förderung durch. Dann muss ich. Dann mache ich das ja nicht freiwillig. Sobald er muss, gibt es keine Förderung für den Heizungstausch. Also deswegen sollten, wenn Sie Kunden beraten, darauf achten, dass man möglichst noch nicht an dem Punkt ist, wo man die Heizung wechseln muss, aufgrund irgendwelcher Emissionsvorgaben. Das ist was anderes, wenn sie kaputt ist. Da muss ich zwar auch, aber dann habe ich ja nicht die gesetzliche Verpflichtung. Frage? Ja? Ganz kurz, letzter Punkt. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Einfamilienhaus, also eine Wohneinheit. Wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, 60.000 Euro kann ich insgesamt ziehen. Wenn ich jetzt Sie richtig verstanden habe, mit einem Sanierungsfahrplan, mache ich jetzt dieses Jahr das Dach. Und nächstes Jahr mache ich die Fenster und übernächstes Jahr mache ich wiederum den... 180.000. Okay. Ja. Ist tatsächlich so. Also denn, wenn ich partout kein KfW-Darlehen will, mag das sein, dass ich tatsächlich den Sanierungsfahrplan bevorzuge, weil ich damit eine viel höhere Summe generiere. Ja. Und dann in Stufen mache. Was sind denn 15 Jahre noch die 60.000 wert? Oder wird es angepasst? Nein, im Moment nicht. Im Moment ist sowas nicht geplant. Also wie gesagt, bei der Heizung, es kommt immer darauf an, was habe ich vorher, was baue ich hinterher ein. Ist es zum Beispiel, ich habe vorher eine Ölheizung und ich baue dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ein, dann habe ich 35%. Ist es aber eine Erdwärmepumpe, habe ich 40%. Damit habe ich vom Schlechtesten zum Besten, dann habe ich die 40. Aber nur dann. Habe ich vorher einen Gaskessel drin und baue und will wieder einen Gaskessel einbauen, kriege ich gar nichts. Ne? Es kommt also bei der Heizung immer darauf an, was ist vorher, was ändere ich. Wie verändert sich der ökologische Fußabdruck des Gebäudes? Ne? Und je nachdem, wenn der sich halt sehr gravierend verändert, kriege ich auch mehr Geld bei dem Heizungstausch. 60.000 pro Wohneinheit ist beschränkt auf 10 Wohneinheiten pro Gebäude, ist richtig? Ja. Richtig, genau. Bei der BAFA ist es beschränkt, maximal 10. Es ist nicht bei der KfW beschränkt. Ne? Die KfW-Mittel, also wenn Sie jetzt ein richtig großes Gebäude kaufen, wo sagen wir mal 20 Wohneinheiten drin sind, alle so um die 120 Quadratmeter, und bauen daraus ein 120 Apartmenthaus, kriegen Sie 120 mal 150 Euro beim 40 EE. Es ist jetzt, das ist aber schon seit 2020 so, egal wie viele Wohneinheiten es vorher waren, ist auch egal wie groß die Wohneinheiten sind. Sie müssen natürlich die Herstellkosten irgendwann nachweisen, aber nach oben her sind die Wohneinheiten nicht begrenzt. Bei der KfW. Noch eine Frage gegen den Gaskessel, wegen der Austauschpflicht. Gab es da jetzt eine Maximallaufzeit, die festgelegt war? Noch nicht. Soll aber kommen, ja. Ja. Ja, das war ja das mit der Sketch zu Anfang. Das ist ja ein ständiges Hin und Her. Gerade, naja, ich will da nicht weiter, sonst werde ich zu politisch. Aber es ist ja nichts entschieden. Ich meine, manchmal, die setzen nur neue Enten in die Presse, damit wir glauben, dass sich ständig was tut, aber tatsächlich tut sich nichts. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Eine Frage. Ja? Da könnte ich aber auch nochmal, ich sag mal, so eine Einliegerwohnung oder irgendwas mit reinmischen. Genau, genau. Und hab dann 62. Oft ist die ja tatsächlich da. Ja, ne? Ja. Oft ist die tatsächlich da, dass Leute ein Einfamilienhaus schon vor 30 Jahren gebaut haben und gesagt haben, unten im Eingang geht direkt eine Tür ab für ein Gästezimmer mit angeschlossenem Bad. Und beide haben, also der Flur besteht dann aus zwei, ich sag's extra nochmal, normalen Zimmertüren, die diese beiden Wohneinheiten zueinander abschließbar machen.
Wir haben extra die Anfrage damals gestellt, muss es eine Wohnungsabschlusstür sein oder reicht eine normale Zimmertür? Antwort war, solange ein Schlüssel an der Tür ist und man es abschließen kann, ist es abschließbar. Ich, alles klar, da müsste ja auch ein Schlüssel an der Balkontür reichen, von außen abschließbar. Ja, reicht auch. Wir hatten es extra nachgefragt. Immer wieder kam der Hinweis, entscheiden muss das der Energieberater, der ist dafür verantwortlich, ob es eine Wohneinheit ist oder nicht. Es kamen auch alle anderen Rückfragen, die dann üblicherweise ja kommen vom Architekten. Aber in der es gibt aber keine Teilungserklärung, es gibt aber keinen Stellplatznachweis. Die Zuwägung fehlt aber zu der Wohnung da unten. Ne? Da haben wir immer wieder nachgefragt, wir haben jetzt wieder einen Fall, haben die Pläne hingeschickt. Und man hat mir immer wieder die gleiche Leier geantwortet bei der KfW. Das sind unsere vier Anforderungen. Abschließbar, Schlafraum muss da sein, Bad muss wenigstens Dusche, WC und Waschtisch haben. Und es muss die Möglichkeit zum späteren Einbau einer Küche da sein. Mehr Anforderungen haben wir nicht. Das hat man mir immer wieder geantwortet. Das nur mal, um das vorwegzugreifen. Ja, manchmal sitzen wir nämlich über Entwürfen, ne, und mit dem Architekten und überlegen, wie können wir denn jetzt hier mehr Förderungen generieren und überlegen uns, wie ist denn vielleicht die Nutzung dieses Gebäudes mal in 10 Jahren, ne, wenn die Kinder größer sind und heutzutage, manche Eltern freuen sich ja, wenn die Kinder dann noch auch während der Studienzeit zu Hause wohnen und schaffen dann aber schon direkt, mit manche freuen sich, und schaffen dann direkt Möglichkeiten, dass es auch für die Kinder später einfacher wird, das zu nutzen. Ne? Oder man denkt sich, vielleicht kommt mal Vater oder Mutter nach Hause und muss dann gepflegt werden oder muss betreut werden. Und man schafft dafür schon mal Einheiten, wo das dann auch funktioniert. Und wenn man das tut, kann man natürlich auch sich schon ganz zu Anfang bei der Planung das so überlegen, dass ich 2, 3 Wohneinheiten aus dem Einfamilienhaus mache. Aber dennoch, wenn ich ein Haus habe, wo ich definitiv ein Bauordnungsrecht für 2 Einheiten darf, kann ich trotzdem intern... Können Sie 6 beantragen. Ja. Gut, da wird auch nie nachgefragt, ne? Weil darum geht es nicht. Wir haben auch mal wir haben die KfW gefragt, warum macht ihr es denn dann, wenn es trotzdem nur ein Zweifamilienwohnhaus baurechtlich ist? Und da haben wir tatsächlich das Antwort bekommen, um generationsübergreifendes Wohnen zu ermöglichen. Das ist scheinbar die Intention dabei, bei der KfW mehr Wohnraum zu schaffen. Die haben ja in der Sanierung, sagt gleich Frau Eidin was zu, auch extra diesen Punkt geschaffen von der Aufstockung. Ne? Wie kann ich eine Aufstockung herstellen, um Wohnraum zu generieren? Jetzt ist es ja auch beim Bundesbauministerium. Die haben natürlich viel mehr Interesse daran, dass mehr Wohnraum entsteht und mehr Wohnungen in Deutschland entstehen. Okay, dann habe ich noch die dritte Möglichkeit bei der BAFA. Ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken. Die Haustechnik, Entschuldigung, ja. Vielleicht aus Ihrer Erfahrung, braucht wenn ich eine Einzelmaßnahme mit Sanierungsfahrplan anklagen möchte, muss der Sanierungsfahrplan dann schon genehmigt sein? Ja. Ja. Dauert ja circa ein halbes Jahr der Zeit, glaube ich. Domi, durchschnittlich? Eine Woche. Dann habe ich den Sanierungsfahrplan. Ja. Den Sanierungsfahrplan, ja, die Einzelmaßnahme, die brauchen ein halbes Jahr, bis die genehmigt ist. Aber da ist das Antragsdatum entscheidend. Dann ist es nur schwebend wirksam. Wenn der Sanierungsfahrplan eingereicht wird bei der BAFA, dass sie auch Monate brauchen, ist der geprüft und aufgefallen? Bei uns nicht. Nein, man haben wir nicht. Also die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Nein, man beantragt einfach immer nur den vorher. Man muss den vorher beantragen, da kriegt man einen Bescheid darüber, dass die Förderung dafür da ist. Dann kriegt man dafür die Nummer, dann trägt man die ein und dann wird das also vorgestellt, dann stellt man den Antrag für die Einzelmaßnahmen und da trägt man dann die Nummer ein, also von der technischen Projektbeschreibung, wo auch dann der Sanierungsfahrplan drin. Entschuldigung, ich muss ein bisschen auf die Zeit drücken. Ja. sonst sitzt man nachher um 12 noch hier an der Sanierung. Entschuldigung, wir können ja auch noch in der Pause. Ja? Okay. Die dritte Maßnahme bei der BAFA ist Haustechnik außer der Wärmeerzeuger. Haustechnik außer der Wärmeerzeuger, Lüftungsanlage zum Beispiel, ne? Klimaanlage. Es gibt zwar Begrenzungen nach unten auch, was es kosten darf, aber auch der hydraulische Abgleich wäre eine Maßnahme in der Haustechnik ohne den Wärmeerzeuger. Und denken wir mal ganz groß, nehmen wir mal ganze Schulen, da geht es dann teilweise tatsächlich um 500.000 nur für den hydraulischen Abgleich. Ne? Also auch dort 15% plus 5%, wenn es einen Sanierungsfahrplan gibt. Ja, kommen wir jetzt zu den KfW-Mitteln. Da gibt es, wie ich eben schon sagte, nur noch Kredite für die 3 Standards 85, 70, 55 und 40.
und jeweils für diese Standards dann noch für die erneuerbare Energienklasse. Warum wird das 115, das 100 nicht mehr gefördert? Kann sich jemand erschließen? Nee. Wo sind wir denn heutzutage bei dem Neubau? Bei welchem Effizienzhausstandard? 55. Seit dem GEG 2023 ist das Effizienzhaus 55 die Mindestanforderung für einen Neubaustandard. Also das 40 ist nur noch 15% besser, liebe Kollegen. Wer heute noch ein 55 baut, ist in 2 Jahren veraltet. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ich verstehe gar nicht, dass es nicht längst das 30 oder das Nullenergiehaus gibt, weil bauen kann man es ja. Ist ja gar nicht schwierig. Bauen wir seit 4 Jahren das Nullenergiehaus mit unserem Klimapaket. Okay, also 85, 70, 55, 40 wird nur noch gefördert und dann jeweils mit dem EE. Die Konditionen sind 0,9 bis 1,14% Zinsen. Förderfähigen Summen variieren zwischen 120 und 150.000 pro Wohneinheit. Die 120 mal das normale Effizienzhaus, sagen wir mal das 85, das 70 und das EE, dann kriegt man immer 150 pro Wohneinheit. Auf unserer Homepage, weil ich sehe gerade, Sie sind sich das hier mühsam am Abfotografieren, auf unserer Homepage gibt es oben bei den Reitern Förderung ein Unterkapitel und da sehen Sie all das, was ich hier in den Folien habe, nochmal ganz schön aufgelistet. Können Sie sich immer aktuell alle Förderungen angucken. Die Frau Wadefuhl macht sich da eine Wahnsinnsarbeit mit, das ständig alles aktuell zu halten und richtig zusammenzufassen. Die Tilgungszuschüsse gehen bis zu 45%. Wie die sich aufteilen, erklären wir Ihnen jetzt gleich noch. Und der Antrag ist, wie gesagt, der Auftrag ist erst nach Antragstellung und Zusage des Kredites auszuführen. Also vorher nicht beauftragen, bitte. Weil früher hieß es ja immer, Baubeginn nicht. Und das ist manchmal ist immer noch in den Köpfen von manchen Baubegleitern, sage ich jetzt mal, dass ich ja nur, dass ich schon alles fertig haben kann in der Tasche, schon alles beauftragt haben kann, Ausschreibungen sind alle durch und beauftragt. So war es ja bis 2020, aber jetzt darf halt der Auftrag noch nicht erteilt sein. Außer die Aufträge, auch bei den Aufträgen im Handwerk, haben eine Rücktrittslaufe. Dann darf ich schon vorher. Oder mit dem GU. Ausnahmeplanung, Energieberatung und alle Leistungen, die irgendwie mit dem Planungsprozess zu tun haben. Sämtliche Bodengutachten, Schallschutz, Brandschutz, das kann alles schon gemacht sein, bevor man dann den KfW-Antrag stellt. Die Stufen, da gehen wir jetzt bitte ein bisschen schnell durch, die können sich das sowieso nicht alles merken. Was ich möchte, ist, dass Sie merken, dass das Maximale 25% sind beim KfW Effizienzhaus 40 EE. Also um an die 45% zu kommen, das möchte ich, dass Sie schlussfolgern, gehört offensichtlich noch irgendwas anderes dazu. Ja, da kommen wir nämlich gleich zu. Also das Höchste sind die 25% von 150.000 Euro beim Effizienzhaus 40 EE. Der Kredit ist 150.000 Euro. Der Tilgungszuschuss, der am Ende ausgezahlt wird, wenn alles bestätigt ist, so ist es jetzt saniert worden, der ist dann 37.500. Jetzt fliegen wir durch die anderen durch. Es werden immer 5% weniger. Das normale 40er sind halt nur 220.000, der Kredit, deswegen nur 24.000 Euro der Tilgungszuschuss. Dann haben wir das 55 EE, da haben wir auch wieder 20%. Aber jetzt von 150.000 sind 30.000 Euro Zuschuss. Ist also, obwohl das Gebäude den gleichen oder einen schlechteren Effizienzhausstandard von seiner Gebäudehülle, ist es ja meistens, wo er die Grenze dann erreichen hat, hat es trotzdem mehr Tilgungszuschuss, weil die förderfähige Summe von 120 auf 150 springt. Das normale 55 dann 15%, das 70 EE auch 15%, aber jetzt von 150, das 70er dann 10% von 120, das 85 EE auch 10%, aber von 150 und 5% dann nur noch beim KfW 85 ohne EE, das sind dann nur 6.000 Euro Tilgungszuschuss. Man bekommt allerdings einen Bonus von 15%, für serielles Sanieren. Also diese 15% kommen dann nochmal auf die maximalen 25 drauf. Und dazu sagt uns jetzt was Frau Eiding. Domi, machst du das gerade so weit vom Rechner? Hallo zusammen nochmal. Der Herr Schrader, der hat mich ja schon vorgestellt.
Ich stelle Ihnen heute das sehr, sehr spannende Thema serielles Sanieren vor. So spannend, dass ich auch entschied, meine Masterthesis darüber zu schreiben. Da bin ich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt und da soll ich dafür ein Sanierungskonzept am Beispiel eines Mehrfamilienhauses in Mainz erstellen und dann anschließend auch eine Nachhaltigkeitsbewertung durchführen. Und man hofft, dass es dann hinterher auch wirklich so saniert wird. Also das ist wirklich ein reales Projekt. Entschuldigung, die Lara. Ja, ich möchte Sie erstmal auf die Ausgangslage bewusst machen. Der Herr Schrader hat jetzt so viel zum Sanieren erzählt, aber wie sieht es denn gerade aus? Wie viel Sanierungsstau haben wir in Deutschland? Hier sehen Sie eine Grafik, die anzeigt, die den Anteil der Wohnungsgebäude nach dem Sanierungszustand aufzeigt. Also wir haben rund 8% Neubau. Ja, bei den teilsanierten Bereichen liegen wir schon bei 50%. Und ja, leider nur eine Sanierungsrate von 50%. Bei den unsanierten Gebäuden haben wir eine hohe Rate von 35%, über 35%, und nur 5% der Gebäude sind voll saniert. Und wenn wir uns nochmal die Sanierungsrate vor Augen führen, die ist jetzt hier nicht abgebildet, aber die liegt pro Jahr nur bei 1,5%. Also da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ja, genau da kann uns das serielle Sanieren helfen. Was ist denn jetzt eine serielle Sanierung? Also im Allgemeinen, auf die BEG-Förderung, da komme ich später nochmal zu sprechen, im Allgemeinen bedeutet das eine neue Gebäudehülle, die seriell vorgefertigt wird mit großflächigen Modulen. Das Ganze wird dann abseits der Baustelle im Werk vorgefertigt und hat einen hohen Vorfertigungsgrad also und wird dann am bestehenden Gebäude dran montiert. Möglich sollte dann eine smarte Plug-and-Play-Haustechnik verbaut werden und auch mit regenerativen Anlagen wie einer PV-Anlage. Ja, aber warum sollte ich denn mein Gebäude seriell sanieren? Ja, da möchte ich Ihnen jetzt vier Gründe vorstellen. Also zum einen ist es einfach und attraktiv auch für die Bewohner. Also die Bewohner können in ihren Wohnungen wohnen bleiben, haben weniger Belästigung beim Bau, weil die Module einfach von außen dran montiert werden. Genau, und dadurch ist man halt auch automatisch schneller durch die Vorfertigung im Werk. Und durch die ganzen digitalisierten Bauprozesse gibt es halt einfach eine kürzere Bauzeit. Und dadurch, dass es im Werk vorgefertigt wird, hat man halt auch eine höhere Qualität, weil dann haben sie ja gar nicht die Nachteile, dass sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Und das Ganze soll dann in Zukunft auch bezahlbarer werden. Also man zielt eine Kostendegression an. Also gerade befindet man sich ja in der Pilotphase, in der Anwendungsphase. Gerade ist es wahrscheinlich noch nicht so günstig, aber dann hofft man, dass man, wenn man in den breiten Markt kommt, dann eine Kostendegression erreicht. Jetzt habe ich über Prozesse gesprochen vorhin. Ich möchte Ihnen jetzt eine Prozesskette erklären. Grundsätzlich wird zwischen dem seriellen Sanieren und dem Energiesprung-Prinzip unterschieden. Was ist Energiesprung? Das ist ein niederländischer Begriff, der heißt Energiesprung auf Deutsch, also den Energiesprung mit der seriellen Sanierung erreichen. Alles, was Sie hier in grün sehen, das sind die Prozesse des seriellen Sanierens, des BEGs, also damit Sie ein BEG-Effizienzhaus 55 oder besser erreichen, dann für die Fördermittel auch. Und genau, das zusätzliche Anforderungsniveau sehen Sie dann in orange. Und ja, es wird angefangen mit einem 3D-Scan, dann wird das Ganze in einem CAD-Modul dargestellt, die vorgefertigten Module dann, es wird projektiert und dann wird das Ganze im Werk vorgefertigt und dann an dem Gebäude dran montiert. Und wenn Sie dann ein zusätzliches Anforderungsniveau des eben bereits erklärten Energiesprungs besitzen wollen, dann brauchen Sie ein energieneutrales Haus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Sie Ihr Haus saniert haben, anschließend im Monitoring dann messen die Realverbräuche, okay, produziert mein Gebäude auch so viel Energie, wie viel ich auch im Jahr verbrauche, also da wird eine Jahresbilanz gezogen. Und genau.
dann dürfen Sie Ihr Haus dann auch NetZero nennen. Hier möchte ich Ihnen den möglichen Aufbau der Fassade dann vorstellen, also von 1 bis 3, das ist die Bestandswand, dann kommt eine Ausgleichsdämmung, anschließend eine USB-Platte und dann meistens ein Ständerwerk mit Gefachdämmung. Hier wird oft Holzfaser dann verwendet, dann eine Unterdeckplatte, alternativ können Sie auch eine Gipsfaserplatte mit einer Fassadenbahn verwenden. Und dann kommt die Lattung mit einer Holzfaser, mit einer Holzverdeckung hier als Beispiel. Es gibt natürlich auch Putzfaser, aber ich finde das mit der Holzverkleidung viel schöner. Das sehen Sie auch in dem Projekt in Erlangen. Hier hat man halt auch auf die Holzverkleidung gesetzt. Und es ist auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das ist eine Siedlung aus den 1950er bis 60er Jahren. Und was hier schön ist, ist nicht nur die Fassade, sondern die Anlagentechnik ist sehr besonders. Nämlich haben wir hier eine Nahwärme mit einem Erdsonnenfeld im Quartier mit sogenannten HEPs, also High Energy Poles. Also das sind energiefähige Erdsonden, die viel, viel effizienter sind als die üblichen Erdsonden. Also die ersparen zum Beispiel auch eine klassische Sondenbohrung von bis zu 3000 Metern. Und da ist auch ein umweltfreundlicheres Produkt, also Wasser eingesetzt im Speichermedium. Und hier sehen Sie, den Pfahl sehen Sie rechts oben. Und hier sehen Sie Ground Cube, das ist ein vorgefertigter Heizungskeller, den Sie dann an die Baustelle bringen mit den Wärmepumpen und der ganzen Anlagentechnik schon integriert, sodass Sie das Ganze nur noch anschließen müssen. Und unten auf den Fotos sehen Sie dann, dass die Versorgungsleitungen entlang an der Fassade hochgezogen werden. Und da befinden sich die sogenannten Backpacks. Und die beinhalten dann die Wärmeverteilung der Heizung, das warme Wasser. Hier in dem Beispiel ist es eine Wohnungsstation, also eine Frischwasserstation. Und wir haben auch unsere Lüftungsanlage in dem Rucksack drinne, genau, sodass dann auch in Zukunft die Wartung einfach von außen erfolgen kann. So wird das dann auch in Mainz, in meinem Projekt dann ähnlich durchgeführt. Ein anderes spannendes Projekt ist in Herford. Hier gibt es, hier wird mit Paneelen mit verglaster Solarwabendämmung gedämmt. Das ist von der Gap Solution auch patentiert. Und man hat den Transmissionswärmeverlust so sehr verringert. Hier auch die Balkone wurden, die Wärmebrücken hier zugedeckt, die Balkone wurden zugedeckt und die Fassade wurde hier auch da bei den Balkonen mit einer PV-Anlage ausgestattet, sodass das Gebäude, die Anlagentechnik voll elektrisch läuft. Und hier haben wir halt auch Infrarotheizung und das warme Wasser läuft über Durchlauferhitzer. Und auch hier haben wir eine Wärmerückgewinnung. Also eine Lüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung. Genau, zu den Fördersätzen hat der Herr Schrader Ihnen schon einiges erzählt. Ich möchte hier jetzt nur einfach nochmal auf den seriellen Sanierungsbonus eingehen. Da gibt es einen Bonus von 15%. Den können Sie, also wenn Sie ein Worst-Performing-Building haben, können Sie dann aber nur in Kombination mit dem seriellen Sanierungsbonus nur noch 20% mitnehmen. Also nicht die 25, 10 plus 15, sondern nur 20%. Genau. Das BEG setzt aber dann Mindestanforderungen auf. Wann darf ich denn wann bekomme ich auch diesen Bonus? Was heißt denn serielles Sanieren im Sinne des BEGs? Und zwar sagt das BEG, okay, wie ich auch am Anfang vorgestellt habe, man muss das Gebäude 3D scannen, hier mit einem Laserscan, mit Punktwolken. Und auf Grundlage dieses 3D-Maßes werden dann die CAD-Planungen erstellt. Dann gibt es noch die Anforderung, dass die Fassade bis zu 80%, also die Fassadenflächen müssen bis zu 80% mit diesen großformatigen Modulen montiert werden. Und da haben wir eine Toleranzfläche von 20%. Warum? Das sehen Sie hier auf dem Foto, dass es dann halt auch schwierigere Eckpunkte geben kann in
bringende Loggien, dass man dann da eine Toleranzfläche von 20% hat, was ja auch dann Sinn macht. Genau, dann gibt es noch die Anforderung, dass die Fassadenelemente vor Ort unverändert dran und angebracht werden müssen. Warum? Also der Hintergrund dazu ist, dass man keine Standardformate erstellt und die dann im Bau einfach abschneidet, sondern dass die Module wirklich auf das Gebäude abgestimmt sind. Dann gibt es noch die Anforderung, dass die Höhe der Fassadenelemente wirklich auch so hoch wie die Geschosse sein müssen. Also bei der Breite gibt es keine Anforderungen, es gibt eine Ausnahme bei der Höhe, bei Elementen, die sich unterhalb der Dachüberstände bewegen. Das heißt, hier nochmal ein Foto aus Herford, das ich vorhin vorgestellt habe, sehen Sie das Kniestock, also das ist halt auch nicht raumhoch, sondern das Kniestock, da kann man auch weniger an Höhe haben. Also an der Breite gibt es keine Anforderungen. Hier sehen Sie halt auch, dass das komplette, ja, sehr, sehr weit in die Breite geht. Genau, bei diesen Formaten bei der Fassade ist es halt wichtig, dass die Fenster oder zumindest die Fensterrahmen schon im Element drin sind, sodass alles schon im Werk vorgefertigt wird und dann einfach an die Fassade dran gemacht werden kann. Die Bestandsfenster sehen Sie hier auch noch, die sind noch im Gebäude dran, die werden dann im Anschluss später rausgeholt. Genau, jetzt bin ich fertig mit den BEG-Mindestanforderungen und möchte Sie einfach nur noch darauf aufmerksam machen, dass man halt bei der Aufstockung sogar noch mehr seriell vorfertigen kann. Da kann man hier noch komplette Räume, auch teilweise sind die Bäder auch schon mit implementiert und genau viele Gebäude haben das Potenzial, aufgestockt zu werden. Das links, darf ich gerade, die Lara? Ja. Das links ist ein Gebäude von der GWW hier in Wiesbaden. Da sehen Sie, wenn Sie ganz genau hingucken, die Inventarlüfter, raten Sie, wo es herkommt. Also das haben wir schon vor einigen Jahren mit begleitet in der Energieberatung und auch nachher beim Lüftungskonzept. Auf jeden Fall war das auch ein sehr spannendes Objekt. Die GWW hat auch versucht, Wohnraum hier in Wiesbaden zu schaffen und hat gesagt, die ganzen nicht ausgebauten, flach geneigten Dachgeschosse, ne, die man irgendwann in den 60er, 70ern gebaut hat und wo man da höchstens mal die Wäsche aufhängen konnte, runter damit und ein ganzer Stock drauf, um Wohnraum zu schaffen. Fand ich eine coole Idee. So vor ein paar Jahren haben die damit angefangen und haben ganz viele ihrer Wohnblocks hier in Wiesbaden so nach oben noch um ein Geschoss erweitert. Sie hat gerade eben, wem es aufgefallen ist, hier hinten in ihrer letzten Tabelle das Worst Performing Building erwähnt, wo man ja 10% mehr kriegen kann. Und wer jetzt genau aufgepasst hat und rechnet, der würde ja sagen, wir haben das Maximum beim 40 EE mit 25% Tilgungszuschuss plus 15% serielles Sanieren, sind wir bei 40, plus 10% Worst Performing wären wir bei 50. Aber nein, das geht leider nicht, es ist begrenzt bis 45%. Das heißt also, wer seriell saniert und auch noch ein Worst Performing Building hat, was das ist, erklärt er jetzt, der kriegt zusammen dann nur 20 und nicht 25, also nicht 15 plus 10, sondern 15 und die 10 ergeben dann in dem Fall maximal 20. Und damit erreiche ich dann die maximalen 45% bei einer Sanierung als Tilgungszuschuss. Und er erklärt das jetzt, was ein Worst Performing Building ist. Genau, dann gibt es jetzt noch das Worst Performing Building. Das geht jetzt ein bisschen schneller, weil so umfangreich ist das Ganze eigentlich gar nicht. Meistens bildet sich das bei uns schon raus, wenn wir die Bestandsaufnahme dann gemacht haben, dann den Ist-Zustand erfasst und dann sehen wir meistens dadurch dann schon, dass gerade bei älteren Gebäuden, dass es dann schon ein Worst Performance Building ist. Das Ganze hat einfach ein paar Anforderungen dabei. Der aktuelle Energieausweis muss halt erstellt werden. Der müsste dann die Klasse H haben oder bei älteren Energieausweisen, wo es diese Klasse noch nicht gab, da muss dann der Endenergiebedarf über 250 Kilowattstunden liegen. Eine Alternative ist auch einfach, das Gebäude ist vor 1957 gebaut und die Außenwände wurden eben noch nicht
großflächig saniert, also mindestens 75% sind dabei noch unsaniert, dann zählt das Ganze auch schon, dann braucht man die Energieausweisklasse H überhaupt nicht erreichen. Die Förderung, wurde jetzt schon mehrfach gesagt, haben wir dabei natürlich dann diese 10%. Wenn wir das Ganze mit dem seriellen Sanieren dann eben kombinieren, bleibt es dann aber insgesamt bei 20% und nicht eben bei 25%. Hat der Herr Schrader gerade auch nochmal erläutert. Bei dem Energieausweis finden Sie das einfach auf der zweiten Seite. Also wenn Sie das mal bei einem Bestandsobjekt mal in die Finger kriegen, auf der zweiten Seite steht dann immer, hier unten sieht es dann auch nochmal ganz genau, also oben sieht man einmal die Klasse. Jetzt bei dem Gebäude haben wir nämlich dann die Klasse H erreicht, zwar sehr knapp mit 252, aber hier unten steht dann auch nochmal der Endenergiebedarf des Gebäudes mit den 252. Bei dem war es dann so, das ist ein Worst Performance Building. Zwar knapp, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und dabei war das Gebäude Mitte 80er Jahre gebaut, aber da wurde nie was dran gemacht. Da waren damals sehr schlechte Fenster auch reingekommen und die Haustechnik war einfach eine Katastrophe. Deswegen hat er das sogar auch noch erreicht. So sieht das Ganze dann noch einfach mal, genau, auf diese Klasse müssen Sie achten dabei. Und mehr ist es an sich auch schon gar nicht bei dem ganzen Worst Performance Building, um diesen Zuschuss zu bekommen. Der Energieausweis dafür muss nur auch erstellt werden. Der ist aber bei unserer Energieberatung oder halt später bei den Anträgen dann sowieso dann auch dabei. Hier dann nochmal ein paar Beispiele davon, woran man erkennen kann, dass das Haus höchstwahrscheinlich auch in diese ganze Kategorie reinkommt. Wenn Sie in ein Bestandsgebäude reingehen und die oberste Geschossdecke sieht so aus, Sie haben keine Dämmung, es ist einfach nur ein Holzboden drin, der einfach ausgefacht ist, wo einfach die Energie nach oben hindurch geht, da können Sie schon fast von ausgehen, dass Sie damit das Worst Performance Building erreichen. Hier war es zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht auf dem ersten Blick, bei dem Gebäude war es so, da haben wir es dann, hier unten sieht man es, wie da noch der Dreck liegt, da haben wir dann mal eine Bohrung gemacht. Da war nämlich dann einfach der Estrich auf den Beton draufgekippt, da war keine Dämmung unten drunter oder oben drauf vorhanden, sollte so auch nicht ausgeführt werden, war bei dem Gebäude aber der Stand und so kann das dann eben auch erreicht werden. Was auch immer ein guter Indikator ist, ist sowas, das sind dann die Fenster, wenn die so aussehen, dann kann ich Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, das Haus erreicht das Ganze, weil meistens sehen dann nicht nur die Fenster so aus. Zu dem Gebäude kommen wir später auch nochmal genauer. Also wenn Sie eine Einfachverglasung haben, dann schafft man es in der Regel. Genau. Und das war es auch schon dazu. Also auf so ein paar Sachen einfach nur achten und dann kann man da wahrscheinlich auch noch diese 10% Extraförderung dann mitnehmen. Genau.